Ja, Jetzt ein kommt der Thorsten. wundersch. Nein, jetzt kommt nicht der Thorsten. Entschuldigung. kein Problem. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. NFP Live Trading mit dem Stereo Trader und natürlich mit Dirk Helger, aber heute auch mit einem Gast und darauf freuen wir uns da sehr. Heiko Behrendt ist heute auch anwesend. Ja, dann und wird uns natürlich dann entsprechend auch seine Vorgehensweise dann auch gleich zeigen. Bevor ich aber tatsächlich an die beiden jetzt rüberschalte, müssen wir einmal wie immer den Risikohinweis uns anschauen, bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Diese Veranstaltung dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Alles, was heute hier auch vorgestellt wird, bitte nicht als Empfehlung verstehen. Ja, ganz wichtig. Und auf zwei Veranstaltungen möchte ich auch noch kurz hinweisen, ganz schnell. Natürlich einmal unser Event auf der WOT bzw. Pre-Conference mit Dirk Hilger, Thorsten Helbig, Oliver Klemm und viele andere, die Sie auch hier sehen können. Wer sich dafür interessieren möchte, für FX Flat und CapTrader Kunden ist die ganze Veranstaltung kostenfrei. Ich werde dann gleich auch den Link in den Chat kopieren. Ansonsten möchte ich natürlich, weil Heiko auch heute anwesend ist und wir nächste Woche auch mit ihm zusammen noch ein zusätzliches Webinar haben, auch nochmal darauf hinweisen. Nächsten Mittwoch hier Heiko Behrendt Live Trading am 10.10. 10 Uhr. Auch da werde ich den Link gleich in den Chat kopieren und können Sie sich sehr gerne dafür registrieren. So, dann heiße ich euch heute nochmal offiziell willkommen. Und wer möchte zuerst den Bildschirm haben? Ich mache nur ganz kurz, wenn ich darf, und switch dann gleich rüber zum Heiko. Ja, erstmal danke, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite hier. Mein Name ist Dirk Hilger. Ich glaube, der ein oder andere weiß auch, wer ich bin. Aber ich mache das heute, wie der Nelson schon gesagt hat, nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, dass wir heute den Heiko Behrendt hier mit dabei haben. Ich mache jetzt trotzdem mal kurz hier meinen Bildschirm mal zwischendurch an, damit es nicht ganz so leer ist. Heiko Behrendt hat ja sicherlich der ein oder andere auch mitbekommen während der Entwicklung von der Version 2.0. Er hat so einiges dazu beigetragen, was eben die Bedienbarkeit angeht und eben halt auch das Scalping-Terminal. Und das ist auch genau das Stichwort. Heiko ist halt hauptsächlich im Bereich Scalping unterwegs. Und so hoffe ich doch, dass er uns gleich auch ein bisschen was zeigen kann, weil ich habe ja in letzter Zeit, habe ich es ja eigentlich immer so gemacht, dass ich gesagt habe, das lohnt sich einfach nicht von der Volatilität, was wir da halt hatten, weil ich aber natürlich auch immer versucht habe, irgendwo ein paar größere Strecken halt mitzunehmen. Deswegen sind wir dazu übergegangen und machen ja mittlerweile dann halt regelmäßig die Eröffnungssession im DAX, die ja auch diese Woche war und die auch recht schick gelaufen ist, irgendwie mit 48 Punkten innerhalb von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Und werde mich aber dann halt nachher nochmal hier einklinken, weil was ich ja in letzter Zeit gemacht habe, das war ja halt immer so ein Ausblick, was halt eben plausibel ist und halt in Bezug auf die Märkte, also allen voran war der Dow Jones halt immer ein Thema, Gold war auch ein Thema und natürlich auch der DAX. Und ich glaube, es ist ganz interessant, das auch nachher mal zu sehen, was ich das letzte Mal gesagt habe, was halt plausibel ist, was als nächstes passieren könnte. Und das ist tatsächlich zu 100% so eingetreten. Und es war auch wirklich, jetzt ohne mich ja selber loben zu wollen, aber einfach nur, damit vielleicht nicht zu früh abgeschaltet wird, wenn der Heiko gleich 100 Punkte eingefahren hat. Sondern ich glaube, es ist halt immer ganz gut, auch irgendwo eine Marktrichtung zu haben. Und das versuche ich natürlich auch heute nochmal, da so ein bisschen die Plausibilität halt rauszulesen, was denn jetzt eben halt in den nächsten Tagen oder Wochen da halt möglicherweise auch Bestand haben könnte. Also das mache ich dann nachher im Anschluss. Deswegen fasse ich mich jetzt hier auch kurz. Also ich würde mich freuen, wenn ihr nachher auf jeden Fall auch noch da seid, weil ich werde nämlich jetzt rübergeben an den Heiko. Und was natürlich auch interessant ist, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, auch in meinem Blog, habe ich es, glaube ich, auch geschrieben, dass wir halt wirklich eigentlich völlig verschiedene Handelsansätze haben, der Heiko und ich. Oder was heißt völlig verschieden, zumindest sehr unterschiedlich. Und infolgedessen finde ich das ganz spannend. Bin ich auch mal gespannt, ob sich das deckt, weil er wird auch sicherlich natürlich seine Richtung halt vorgeben. Und auch die Großwetterlage ein bisschen einschätzen. Von daher bin ich halt echt sehr gespannt, ob sich das deckt, was wir da halt beide in dem Chart rauslesen. Weil wir haben uns nicht abgesprochen, ja, auch ganz bewusst nicht,
weil wir das halt, glaube ich, auch selber mal rausfinden wollen, oder ich will das zumindest. Und wie gesagt, ihr findet es bestimmt auch interessant. Aber ich mache jetzt an der Stelle hier schon einen Break, übergebe an der Stelle an den Heiko und sage auch erstmal herzlich willkommen. Jo, danke. Dann switch mal rüber den Bildschirm. Nelson, das musst du dann machen. Ah. Mache ich, glaube ich. Mache ich. Ah ja, da, okay. Ja, herzlich willkommen und schönen guten Tag. Ja, auch von meiner Seite. Ja, Heiko Behrendt, mein Name. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch und will da jetzt aber gar nicht in die Vorstellungskiste übergehen, also dass ich mich jetzt da irgendwie großartig vorstelle, denn wir haben nur noch 9 Minuten Zeit und ich möchte eigentlich mit euch, ich wollte erst aus der Kalten rausmachen, aber jetzt war ich dann doch dabei und da ich sowas auch immer coache, habe ich mir überlegt, ach, nimmst du einfach mal das, was du sowieso hast und habe eine ganz kleine Präsentation vorbereitet, nämlich wie ich die News handle. Und bei mir ist es so, es ist ein ziemlich technischer Ab- oder technischer Vorgang. Also ich habe da die Großwetterlage, tue ich minimalst mit berücksichtigen. Ansonsten habe ich ein Setup und das werde ich euch jetzt einfach an die Hand geben. Ich weiß, mir hat mal jemand gesagt, es funktioniert überall. Ich selber nutze es nur bei den NFP-Zahlen und bei Zinsentscheidungen. Und auch nur im Euro-US-Dollar und auch nur im Dow oder im DAX. Woanders habe ich das nie ausprobiert, aber man kann es wahrscheinlich auch bei vielen anderen Währungspaaren, funktioniert das wohl. Was steht dahinter? Dahinter steht einfach, dass das ganze News, die ganzen News dazu führen, dass wir sehr viele Algorithmen im Markt haben und es gibt halt Systeme, die gerne auf beiden Seiten abgrasen. Das heißt, oben unten, wenn die Zahlen sozusagen in Line sind, dann grasen sie oben unten entsprechende Levels ab und schießen den Markt halt einmal quer durch die Kante. Und das habe ich in ein Setup verpackt. Wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, man sollte sich Screenshots machen von den jeweiligen News, die man handelt und schaut sich halt immer an, wie die gelaufen sind. Und dann sieht man entsprechend, ob wir dort ob man irgendwas feststellt, also eine Gemeinsamkeit. Und bei mir ist dann das folgende Setup daraus entstanden. Das heißt, Variante A ist, man zeichnet sich eine horizontale Linie ein, genau dann, wenn die News kommen. Der Markt sollte kurz nur runtergehen und geht dann nach oben, sobald wir an diesem Punkt wieder angekommen sind. Dann eröffne ich, ohne näher zu überlegen, eine Long-Position. Also das heißt, der Markt sollte hier 1 Minute runtergehen und danach hochkommen. Und dann eröffne ich, wenn der an dem Strich vorbeikommt, da einfach ein Long, so, fertig, aus. Und dann, wenn er nach oben geht, darf er gerne halt weitergehen. Das ist so das Motto, die erste Richtung ist die verkehrte. Funktioniert oft recht gut, leider im DAX, naja, so lala, bei den NFP in letzter Zeit sehr wenig Volatilität. Was neu hinzugekommen ist, in letzter Zeit haben wir extrem starke Bewegungen, das heißt, die ersten 1-2 Minuten sind sehr stark. Das heißt, wenn hier der Markt, ich sage jetzt mal nicht so, in diesem Bild, in dem Schaubild ist es so, der fällt vielleicht 7, 8, 9, 10 Punkte runter und geht dann hoch. Wenn er jetzt aber schon hier an der Stelle 25, 30 Punkte runterfällt und ich warte, bis der wieder am Einstieg ist, dann kann das durchaus ja eine ziemlich weite Strecke sein, die er da zurücklegen muss, die man dann halt auch verpasst. Und deswegen neu, und das ist jetzt, habe ich das mit reingenommen, sobald man sobald der Markt hier unten eine 1-Minuten-Kerze ausbildet, also wenn man es jetzt mal zeichnet, da hätten wir hier eine schwarze Kerze und vielleicht noch eine 2. Minute so tief schwarz und dann kommt hier eine weiße Kerze und dann würde man darüber entsprechend dann den Long Trade hier eröffnen. So, ja. Und würde dann einfach gucken, dass man hier dann relativ weit long mitkommt. Also das ist die Variante A. Jetzt nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Also ich denke mal, dass vielleicht kennt das der ein oder andere auch sogar. Also das ist jetzt ja relativ simpel, das Ganze gehalten. Sollte auch so simpel sein, aus dem einfachen Grund heraus. Ich darf bei den News nicht überlegen. Ich muss halt gucken, dass ich dort halt dann entsprechend reinkomme. Ja, zu einer Variante A gibt es auch immer eine Variante A.
kann sich vielleicht der ein oder andere denken, wenn die erste Richtung die verkehrte ist, was dann die zweite Variante ist. Natürlich genau die andere Seite der Medaille, nämlich die erste Richtung ist doch die richtige Richtung. Das heißt, wir sehen eine ziemlich starke Bewegung und das Problem hierbei ist, dass der Markt zwar korrigiert, das heißt, bis zu diesem Punkt hier sieht das am Ende genauso aus wie auch hier drüben, dass der Markt ja hochkommt, man vielleicht jetzt tief schon long ist. Ich habe es früher halt dann nicht gemacht, also war dann halt gar kein Trade. Wenn man hier in dem Rücksetzer zu hoch drin ist und der Markt fällt dann doch wieder runter, dann ist man halt schlecht eingestiegen. Gut, dann gibt es eine Ausnahme, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Wenn der Markt die erste Bewegung, also die ersten 1, 2 Minuten zu 38 bis 61% korrigiert, also nicht mehr am Ausgangspunkt, während der Veröffentlichung, also zur Veröffentlichung mehr ankommt, dann versucht man hier entsprechend dann in den Trend einzusteigen, also Short Trades zu machen. Ja. Genau, das ist Variante B, dass sich dann diese Richtung fortsetzt. Spielt sich alles von der Zeit her so 1 bis 10, 15 Minuten ab, kommt immer darauf an, wie es ist. Was beachte ich so ein bisschen mit? Also die Zahlen am Ende sind mir fast wurscht. Es gibt immer eine gewisse Konsensschätzung im Markt und zu dieser Konsensschätzung im Markt muss man halt schauen, starke Veränderungen gibt es halt nur, wenn es starke Abweichungen gibt. Also aktuell muss man sagen, es werden die NFP-Zahlen erwartet mit einem Konsens von 180, 181, 85.000. Die ADP-Zahlen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, sind extrem hoch gewesen mit 220, 230.000, also weit über den Erwartungen. Und was jetzt hier eine Rolle ist, USA hat als solches eigentlich Vollbeschäftigung. Also die neu geschaffenen Stellen werden es wahrscheinlich nicht nach oben oder unten rausreißen, es sei denn, es gibt eine große Enttäuschung. Worauf man viel mehr guckt, sind die Stundenlöhne, weil die Stundenlöhne geben einen guten Hinweis, wie es nun am Markt weitergeht. Und gibt da einen guten Hinweis drauf. Das heißt, wenn die Stundenlöhne zu stark steigen, dann wird die Inflation ist dann zu hoch. Das heißt, die Zinsen werden schneller angehoben und das könnte dann belastend auf den Aktienmarkt wirken. Also das ist eine Möglichkeit. Also ich höre jetzt, ich habe nebenher so eine Squawk-Box an, die gibt mir die Zahlen live durch und dann werde ich darauf reagieren. Damit er nochmal seht, wie das Ganze funktioniert, hier sind ein paar Beispiele von NFP-Zahlen, die ich gehandelt habe. Das ist hier der 8.12.2017, also nicht ganz ein Jahr her. Ihr seht das auch, die erste Minute geht runter, da bin ich mit reingesprungen, oder Quatsch, war zu früh long hier, 6 Punkte minus. Danach diese eine etwas tiefere Kerze, das heißt, ich war davor schon etwas drin in dem Markt und dann schießt er nach oben durch und dann einmal 15, 25 Punkte geholt, also Setup, erste Richtung war die verkehrte, hat gegriffen. Denn mal so ein Fehlbeispiel, das war Variante B, was ich hier getradet habe. Das heißt, der Markt, ich zeichne das ganz schnell ein, der Markt ist die erste Richtung nach unten, kommt zurück und sollte hier nach unten fallen, hat er nicht gemacht. Das heißt, meine ganzen Short Trades, die hier drin waren, sind alle ausgestoppt worden. Und dann kam der Markt hier oben nochmal ran, da habe ich nochmal ein paar Punkte verdient und ja, aber danach, das war kein erfolgreicher Tag, jedenfalls. Mit den NFP-Zahlen kann mir heute auch passieren. Hier sieht man nochmal NFP vom 9.3. und das also diesen Jahres und da sehen wir, da bin ich long eingestiegen, direkt mit der Kerze, weil hier die Zahlen vom Konsens abgewichen sind, nämlich 204.000 wurden erwartet und 313.000 sind es geworden. Also da gehe ich dann auch nicht dagegen und da bin ich gleich mit reingehüpft und habe hier den Trade dann recht gut durchlaufen lassen. Das Ganze Heiko, du funktioniert auch bei. hast du die Zeit im Blick, Heiko? Du hast nämlich noch Oh, 20 ja, 9:30 Uhr. Oh, 29, gut. So, geht ja gleich los in 10 Sekunden. Okay. Also, ich werde dann gleich nochmal auf diese Trades eingehen, wenn ich sie denn gemacht habe. So, gucken wir mal. 134.000, also ganz schwache Zahl. 270.000 ist aber die letzte Zahl, also insofern gleich sieht das So, ich mehr bin jetzt als so aus als short letztes mit der Mal. ersten Position. 70.000 mehr als erwartet, diesmal 50.000 weniger und im Strich also immer noch 20.000.
Deswegen ist auch jetzt der Bund mal angestiegen, aber der dürfte eigentlich wieder zurückkommen, weil die Zahlen unterm Strich gar nicht so schlecht. Dann die Stundenlöhne sind eigentlich genauso wie erwartet, 0,3 und 2,8, also da keine Überraschung. Arbeitslosenquote gesunken auf 3,7%. Also Euro kommt jetzt auch wieder zurück, da haben die Maschinen, das ist öfters mal so, nur die erste Zahl gelesen, lesen jetzt die Revision. Na gut, also es war schon, also ich bin mit einem Lot short gegangen, habe jetzt die Hälfte beendet. Mal sehen, wenn der Markt jetzt in der nächsten Minute hier vorbeikommt, dass wir dann vielleicht dann noch den zweiten Kontrakt hier eröffnen können. So, und hier unten müssen wir jetzt gucken im DAX, ob der Markt jetzt hier runterkommt. Oh, hier halten sie sehr, sehr gut gerade das Level. So. Okay. Also ich habe den Trade eröffnet mit einer sogenannten Mid-Order. Das heißt, ich gehe short. Der Markt geht nach oben. Ich habe eingestellt 5 Pips. Und sobald der Markt von diesen 5 Pips nach unten kommt, sobald er von den 5 Pips nach unten kommt, bin ich dann mit short gewesen. So, jetzt haben sie uns ganz knapp geholt. So, im jetzt habe ich, oh, hier ist es nicht, hier ist es umgedreht. Ich habe nicht genug Geld. So. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ey, bin ich hier, ich dachte, ich bin hier, so, also ich bin bei dem einen Trade raus, so, jetzt war ich selber ein bisschen überrascht, ist ein bisschen was schief gelaufen, also, schade, ich werde jetzt gleich mal den Trade erklären. Gut, okay, so, ich muss mal hier das ausmachen, sonst das verwirrt mich jetzt. So, gut, also okay. Also die Action ist durch soweit. Ich habe jetzt noch den DAX-Trade drin. Okay. Ich werde es gleich nochmal erklären, das Ganze. Ah, schade ein bisschen. Also Zahlen sind sehr, sehr schwach rausgekommen. Märkte sind doch nach oben gegangen. Der DAX hält sich ganz gut. Und hier, also im DAX trade ich gerade die Variante B sozusagen. Der Markt ist einmal hochgekommen, sehr tief zurückgekommen und sollte jetzt weiter steigen. Hält das ganz gut. Ich gehe davor raus. Wenn er durch dieses Eröffnungsteil durchgeht, müsste ich den Trade nochmal umdrehen. Muss aber gucken, ob ich das halt mache, dass man sagt, okay, diese schwachen Zahlen werden dennoch jetzt denn doch verkauft. Aber bis jetzt halten sie ja noch ganz gut. Ne? So. Von der Positionsgröße kommt es natürlich immer darauf an, was man denn da handelt. Schade, dass der Euro-Dollar jetzt nochmal so den Rücksetzer gemacht hatte. So, ich habe jetzt nochmal hier einen Short Trade reingenommen und mal sehen, ob ich das jetzt nochmal konsequent hier umsetzt, das Ganze. Jo. Gut, jetzt habe ich natürlich vorher gar nicht mein Desk erklären können, habe ich zu lange rumgemehrt bei der ganzen Geschichte. Die Zeit geht dann doch immer schneller rum, wie man das eigentlich erwartet. Also vom Desk her, also ihr seht auf der linken Seite, seht ihr den Euro-Dollar, auf der rechten Seite den DAX, da sind wir jetzt auch gleich ausgestoppt. Und jetzt müsste ich ja noch überlegen, ob ich dann nochmal die andere Seite nochmal handle. Ja, der erste Trade war eigentlich jetzt nur gut gewesen hier im Euro-Dollar. Schade, dass das so hin und her eiert. So, im DAX sind wir jetzt genau da. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier die Short-Seite. Im DAX habe ich einen Fehltrade gemacht, weil ich bei mir, habe ich gerade festgestellt, die Bid- und Ask-Seite vertauscht habe. So, ich bin jetzt Short im DAX. Wir machen die Action noch durch und dann schauen wir mal, ob mal hier, dann werde ich die Trades gleich nochmal erklären. So. Gut. Also im DAX bin ich Short nach Variante A, also erste Richtung nach oben. Zweite Richtung nach unten, die Auflösung auf der Unterseite, auch im Euro-Dollar, erste Richtung nach oben, zweite Richtung nach unten, also auch hier Variante A noch. Der erste Trade, den werde ich noch gleich nochmal erklären, den nehme ich so gerne mit, der hat, um halt sehr weit oben reinzukommen.
Müssen wir halt mal gucken. Wir sehen halt Euro-Dollar. Den habe ich hier in der Mitte, den Euro-Dollar. Also da wäre es halt schön, wenn der jetzt hier noch Richtung Tagestief jetzt nochmal fallen würde, Richtung 1,1480. DAX merkt noch ein bisschen rum. Die Amis fallen nicht wirklich weiter. Die habe ich noch auf einem anderen Desk offen. Ja, mal gucken. So, Euro-Dollar kommt jetzt ein bisschen. Der hat ganz schön zu ackern auf der Unterseite. Wir haben sie vollgepackt mit Limits. Da muss ein bisschen jetzt noch knacken. Also ich habe den Future noch offen auf einem anderen Desk vom Euro-Dollar und schaue da ein bisschen rein. Ja, Stop-Loss ziehen wir hier nach. Also ich brauche jetzt hier im DAX die Kontinuität auf der Unterseite. Genau, die Kontinuität auf der Unterseite. Sehr, sehr, und hier merkt man wieder diese Wohlerarme, also wie wohlerarm das Ganze ist. Den DAX, den habe ich jetzt hier in der ganz oben. Das heißt, hier sehen wir jetzt den DAX. Und da wäre es auch schön, wenn er jetzt durchs Tagestief fallen würde, der DAX. Ja. Also es ist ein 15-Minuten-Chart, einfach nur fürs große Bild. So, jetzt gucken wir mal, ob hier ein bisschen was geht. Jetzt kommt der Ja, wir haben Euro-Dollar. deutlich mehr Wohler als die letzte Zeit, ne? Also, das hat mich gerade selber erstaunt. Ich meine, Dow ist ja irgendwie gerade hier fast 100 Punkte nach oben gerauscht. Oder ist Ja. 100 Punkte. Das hatten wir schon lange nicht mehr, weil eigentlich war es ja halt immer eher so die Schlaftablette um die Ja. Uhrzeit. Daher echt gut. Freut mich auch für dich, dass du halt da auch ein bisschen was machen kannst jetzt. Ja, bis jetzt bin ich noch arg im Minus hier. Ja, so Ja, sieht's aus. das wird sich aber, glaube ich, irgendwie auch schon noch ändern. Ich habe da vollstes Vertrauen. Es kann ja auch nicht Nee, immer also gut laufen. wir gucken jetzt mal, wenn der DAX das Tagestief herausnimmt, vielleicht kommt noch ein bisschen ein Push. Ich habe im Übrigen die Hälfte rausgehauen über das Terminal, habt ihr eine tolle Funktion. Und zwar, wenn ihr die Steuerungstaste, steht auch da, die Steuerungstaste drückt und drückt auf Flat, dann schließt er mit der Hälfte der Position. Ich nutze die beiden Steuerung und Shift-Tasten extrem viel beim Traden. So, DAX kommt jetzt noch ein bisschen runter. Ah ja, geht da ein bisschen was. Zack, raus. Ja, also ich finde das total geil, wenn man mit ein bisschen mit Shortcuts handeln kann, damit man sich einfach die Klicks halt spart, ist schon ganz cool. Also auch im DAX habe ich jetzt was rausgehauen am Tagestief hier. Entsprechend. Also es lief jetzt nicht ganz so. Schade, dass uns eigentlich der Markt hier unten so genau getriggert hat und direkt 15 Pips hochgeknallt ist. Das ist natürlich schon mies. Jetzt gucken wir mal, welchen. Nehme ich mal hier diesen Price Trading Stop. Was haben wir denn hier? Trade-Abstand. Ich habe das extra groß gemacht, nicht wundern, nur damit man es hat. Ja, habe ich das Ganze hier groß gemacht. Habe ich jetzt nicht angemacht. Achso, muss noch durchlaufen. Ja, alles klar. Gut. Jo, Luft. Okay, also das war die Action. Ich werde es jetzt mal so machen. Ich bin jetzt ja nun aus meiner. Also ich lasse das jetzt hier durchlaufen. Hier möchte ich eigentlich am Tief jetzt den. Jetzt weißt du nicht, was ich als TI eingestellt habe. Normal mein TI20 habe ich drin. Gut, also mein Tra Also ich ziehe hier meinen Tick Average nach. Ich liebe diesen Trading Stop. I like it. Und mal gucken, was wir jetzt noch rausholen. Gut, jetzt sind wir ja auch raus. Naja, also hier plus 124, minus 128, ein bisschen doof gelaufen. Und hier der Fehltrade noch. Und hier, was haben wir hier verloren? 56, ein Huni haben wir jetzt hier. Ja, jetzt wird's. Ja, das war gut. Da kommen nochmal die Hälfte raus hier in der Dynamik. So. So, wir haben noch 0,25 jetzt drinne. Und wir lassen die ganzen Teile jetzt drinne laufen. Also ich beende das jetzt. Also es war leider nicht so erfolgreich, wie ich das gerne gesehen hätte. Man merkt auch, ist ja auch nicht immer so, dass die Zahlen so extrem. Also dass das New Setup halt immer funktioniert. Ne? Also es wäre jetzt natürlich auch nicht schlimm gewesen, wenn es jetzt nicht funktioniert hat, aber ja, zweimal eine verkehrte Entscheidung getroffen. Also ich werde jetzt einfach nochmal, während das hier läuft, ich lasse das jetzt hier durchlaufen. Was habe ich denn für einen Trading Stop hier? Was habe ich denn gemacht? Trading Abstand, BE. Warum will er da nicht? Warum willst du nicht mit? Naja, dann machen wir es mal händisch. Hast ja den Priax-Trail drin. Das heißt, der läuft ja nach Außenstäben. Ja. Ja, aber ich habe doch hier schon auch einen Außen. Ist das keiner? Deswegen habe ich mich jetzt gerade gemutet. Doch, du musst ja aber den Trail auch anschalten. Ja, siehst du, muss man anschalten. Ja, habe ich nicht gemacht. So.
So, mal gucken, wo er den jetzt. Ja. Gut, also passt mir hier mit dem Stop-Loss. DAX jetzt schön doch nach unten weg. Also jetzt ist es so, die schwachen Zahlen, die rausgekommen sind, nur 140.000, ziehen jetzt recht gut durch. Ja. Wie gesagt, was man am Ende jetzt herausholt, liegt da natürlich auch immer ein bisschen am Trader, ob man jetzt ein gutes Geschick hat oder nicht. Hier vielleicht die drei Punkte. Ne, bis jetzt wäre der Trailing Stop über den der Trailing Stop über das Hoch einer 1-Minuten-Kerze hier ein bisschen besser gewesen. Aber gut, sei es drum. Ne? Es ist ja auch hauptsächlich zum Demonstrieren. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich will jetzt dem Dirk da auch nicht da die Zeit wegnehmen. No, ich werde aber nochmal einfach die beiden Trades nochmal kurz kommentieren in der Nachbetrachtung. Es ist ja auf dem Video drauf, das heißt, man kann sich das nochmal anschauen. Ich stelle jetzt mal den obersten Trade glatt und ich will nur mal zeigen, was ich jetzt vorhin mit dem ersten Trade gemacht habe. Das heißt, wir sind jetzt hier raus aus dem Trade, also wir haben jetzt ein bisschen was verdient, jetzt noch nicht die Welt. Aber was ich halt nutze, jetzt muss ich gucken, in einem Webinar mache ich ganz oft den Fehler. Achso, genau, wenn ihr die Steuerungstaste drückt und ihr geht jetzt long, dann zieht der Markt jetzt hier im Abstand den Trade dann mit nach unten als Buy-Stop-Order. Und das ist eine total geile Order, wenn ihr, also wenn jetzt mal gucken, ob der Markt sich jetzt mal in die andere Richtung bewegt. Ich mache mal auf der Short-Seite. Also wenn er sich jetzt weggeht, dann seht ihr ja, hier sind eingestellt 5 Pips. Und wenn er jetzt nach oben ziehen würde, dann zieht das Ding halt mit. Und wenn ich davon ausgehe, ne, das hier, genau das, das habe ich vorhin mitgenommen. Ja? Also das heißt, ich habe mich hochziehen lassen. Und ich gehe davon aus, dass der Markt auf alle Fälle irgendwie vom Hoch dann, egal in welche Richtung er geht, 5 Pips runter geht. Und das könnt ihr mit der Steuerungstaste und dem Klicken auf Kaufen oder Verkaufen aktivieren. Zu zahlen nutze ich das halt sehr gerne, weil ich total entspannt bin, weil ich weiß, ich komme am höchsten Punkt oder 5 Pips darunter, komme ich short, so wie das der erste Trade hier war. Ja, also das heißt, mein erster Trade hier war hier oben ein Short Trade. Die Hälfte habe ich hier rausgehauen. Und dann kam er an unserem Ausgangspunkt vorbei und sollte dann direkt schön nach unten durchfallen. Und das war halt sehr, sehr genau gewesen. Also da hat es der Markt sehr genau mit uns gemeint diesmal und ist danach halt hochgegangen und ich bin dann im Rücklauf dann raus. Hier war ich ein bisschen hektisch, weil ich auf der anderen Seite noch investiert war oder mich verklickt hatte. Aber dennoch, ich würde den Trade dennoch auch immer wieder im Rücklauf rausmachen. Mir wäre der Stop-Loss hier oben zu hoch gewesen, also mir persönlich. Bin denn hier rausgegangen, war eventuell eine Fehlentscheidung oder nicht. Für mich ist die Entscheidung okay. Also hier ist der Exit mit dem Trade, minus 56 Euro waren das. Dann kommt der Markt ein zweites Mal vorbei und hier habe ich dann den Trade dann ein zweites Mal eröffnet und habe den Trade dann rausskaliert. Also das heißt, ich habe hier rausskaliert über das und hier jetzt den Trade geschlossen, ist für mich komplett okay, dieser Trade. Genau, das war jetzt die Variante A, die ich hier getradet habe. Im DAX habe ich den nicht aktiviert gehabt, diesen Stop-Loss. Also das heißt, dass der die Mid-Order, also dass die mit nach oben trailt, habe ich nicht genommen, wäre aber hier in dem Fall recht gut gekommen. Hätte mich vielleicht davor bewahrt, wie gesagt, dass ich nach Variante B in den Einstieg eingehe. Also der Markt ist, machen wir es mal blau, der Markt ist deutlich gestiegen. Die Zahlen kamen raus, waren eigentlich total negativ. Mich hat überhaupt schon der erste Move auf der Oberseite so ein bisschen verdutzt. Dann kommt der Markt runter und fällt aber nicht direkt durch, weshalb ich dann nach Variante B sozusagen hier den Long eröffnet habe. Habe dann hier nochmal unter dem Tief dann nochmal eine zweite Position reingenommen. Die wurde mit minus 10 Punkten oder was waren es? Minus 12 Punkte am Ende bei 10 CFDs hier ausgestoppt. Ich habe das ganze Ding gedreht und ihr seht, man hätte sogar ein Vielfaches verdienen können. Habe dann den Trade auch wieder rausskaliert. Ja, das war jetzt dann so gesehen nicht ganz so geschickt. Also man hätte dann doch mehr zu tun sollen zu diesem Trade. Aber gut, ja, also über dem Hoch einer 1-Minuten-Kerze wären wir bis zur 16 mitgekommen. Aber das liegt dann halt auch immer ein bisschen im Geschick des Traders. So, eigentlich wollte ich vor den Zahlen mir hier das als Linie hinschieben. Das sollte die magentafarbene Linie sein. Da war ich aber mit meinen Erklärungen zu langsam. So, und ja, gut, das war dann der Deal. Also das sind meine beiden News-Setup. Habt ihr mal gesehen, wie ich das so handle? Und jetzt kann man danach dann ganz normal, wenn dann die erste Action durch ist, die ersten 10, 15 Minuten, so wie jetzt schon, sind ja schon wieder 15 Minuten vergangen, dann kann man hergehen und kann auch überlegen, ob man das Ganze dann
dann auch umsetzt. Zum Aufbau noch von meinem Desktop, also hier links ist der Euro-Dollar gewesen, rechts ist im 1-Minuten-Chart, rechts der DAX im 1-Minuten-Chart. In der Mitte ist es, damit man das Blick hat, schiebe ich mir das gerne so zusammen. Der DAX, der Euro-Dollar und hier unten als Referenzmarkt der Dow, damit man sieht, wie der Dow gerade da so hochgeschnippt ist. Ja, man kann sich es auch größer ziehen, na, und gucken, wie der Dow hochgeschnippt ist und runterkommt, damit man nochmal als Ami einen Ami-Referenzwert halt hat. Ist das eigentlich ganz gut? Wie gesagt, so eine Squawkbox, die einen das live ansagt, ist natürlich schon auch recht interessant. Ja, vielleicht ein bisschen mehr drauf setzen sollen, dass die Zahlen doch so mies sind, dass das dann doch weiter nach unten geht. Also von daher eigentlich so von den Zahlen ganz cool abgelaufen heute. Also die Vola wirklich ist auch nur deswegen so hoch, weil die Zahlen so immens, also so deutlich abgewichen sind von den Erwartungen. Gut, bevor ich an den Dirk übergebe, würde ich noch mal ganz schnell diese Präsentation noch mal ganz kurz einsteigen, weil wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Beispiel hätte ich hier dann noch mal noch als Bild. Und zwar sind das hier die FED-Zinsentscheid September letzten Jahres gewesen. Und hier seht ihr, wie der Euro-Dollar es gemacht hat. Also erste Minute hoch und dann hier Vollgas nach unten. Und da lässt sich dann natürlich schon gut Geld verdienen. Wenn man da, also manchmal kommt man gar nicht so schnell dann mit. Also ich habe es dann erst am Tief geschafft, weil es einfach so schnell ging, den Short zu öffnen. Aber das ist dann halt schön, wenn der Markt dann hier, seht ihr den 60-Minuten-Chart, ja, wenn der Markt halt nochmal das Hoch rausnimmt und dann hier Vollgas nach unten und man dann hier einfach diese Leiter dann nach unten handelt. Ja, das ist natürlich dann schon ganz cool. Ich weiß gar nicht, hier noch ein Bild. Ah, hier ist auch nochmal ein Bild. Da ist auch nochmal vom FED-Zinsentscheid im Dow gehandelt, also auch erste Minute runter, denn nach oben kommt genau an den Ausgangspunkt vorbei und dann die Longs gehandelt, 10, 18 und das war nochmal ein Split hier, in Summe dann nochmal 24 Punkte. Ja, das lässt sich ganz gut handeln, denn sowas. Ja. Also da seht ihr mal, wie es auch in Live läuft, ja, und wie man es halt handeln kann. Wie gesagt, jetzt war nun nicht mein bestes Trading, aber ich hoffe, zum Demonstrieren war es doch ganz okay. Ja, so, okay, dann. Ach so, der macht das hier so. Wartet, ich muss so, jetzt kann ich Escape-Taste drücken. Gut, so, also ich bin mit meiner Session durch. Ich hoffe, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen. Dann kann ich die nachher auch nochmal beantworten und würde einfach jetzt mal nochmal an den Dirk übergeben, wenn es okay ist, oder? Ja, Dirk, bist du da? der ist. Ah, Mikro einschalten hilft einfach immer wieder. Also, ja, ich habe eigentlich, jetzt muss ich mich, jetzt muss ich das gleich nochmal sagen. Also, nee, ich habe gemeint, ja klar, ist okay. Heiko, wenn du zwischendurch irgendwas entdeckst, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne handeln, und dann kannst du das natürlich machen, ne? Also, das heißt, da kannst du dann einfach reingrätschen und dich dann kurz melden, und dann kannst du gerne wieder deinen Bildschirm da halt irgendwie zeigen. So, ich fange mal an mit dem DAX. Also, das ist ja heute, muss ich ja wirklich sagen, das ist ja fast schon extrem leicht halt alles, also wie das halt läuft, was heißt leicht? Also er macht eigentlich genau so das, was er machen soll, so ein bisschen. Ich hatte ja in meinem Blog ja auch geschrieben, dass wir halt halt erstmal grundsätzlich halt short sind und auch gezeigt, warum. Habe mich heute Morgen auch so ein bisschen über das Sentiment gewundert, dass da tatsächlich halt bis zu über 80% long war. Und einfach aus, also ich vermute halt, dass das liegt an dem Feiertag, den wir dazwischen hatten. Und weil man da halt immer wieder ein Bild bekommt, was einfach mit der Realität nichts zu tun hat. Deswegen halt auch hier unten der Long, das ist einfach die 12.113, das ist eine bekannte Marke, an der viel Volumen entsteht. Wir liegen hier unterhalb der Value Area, und die ist halt einfach hier unten sehr nett erreicht worden, beziehungsweise im M1 konnte man da halt ein Bild feststellen, was man so handeln konnte. Ich bin aber hier nur auf dem Demokonto, habe den jetzt trotzdem hier spaßeshalber mal aufgemacht, weil das natürlich genau der Punkt ist, wo ich auch hin wollte, mit Station über 146 heute Morgen. Das ist die grüne Linie hier, und dort haben wir auch ziemlich genau den meisten Umsatz für heute. Also da ist er halt schon mal wirklich bilderbuchmäßig gelaufen. Und halt die 146, das war halt, muss man aber auch natürlich fairerweise zusagen, jetzt nicht erst was, was ich heute auf dem Schirm hatte, sondern schon ein bisschen länger. Das war jetzt einfach die Fortsetzung hier von dem Abwärtstrend, den wir halt hier haben.
Ich bleibe trotzdem mal kurz beim DAX. Was ich also erwarte, ob das jetzt tatsächlich so passiert, das werden wir natürlich sehen, weil eine Glaskugel habe ich ja logischerweise auch nicht. Und zwar, ich zeige das mal hier kurz im Stundenchart. So sieht das Ganze also aus. Also rein markttechnisch muss man sich diese Bewegung, also von da nach da, die muss man sich wegdenken, weil das war der Feiertag und am Feiertag war nichts. Das heißt, die einzige Bewegung, die wir hier tatsächlich haben, ich mache das mal hier ein bisschen dickeren Linien, die einzige wirkliche Bewegung, die wir hier nämlich haben, na komm schon, ich mache es mal rot, dann sieht man es auch. Das ist nämlich von da nach da, also jetzt mal auf den Future übertragen, weil der ist ja letzten Endes auch das, was relevant ist, dahin, ja, und da sieht man auch schon deutlich, weil wir kommen ja von hier oben runter, ja, wir haben hier kein neues Hoch dazwischen. Also das ist der Tagesverlauf gestern, der ist halt letzten Endes nur gelaufen von da, hat kein neues Hoch gemacht gegenüber dem hier, den Tag da gab es nicht. Das war Mondkurse zum Feiertag und hat entsprechend gestern auch, sieht man ja hier, zwar noch kein neues Tief gemacht, ja, aber eben auch kein neues Hoch. Die Reihenfolge, beziehungsweise doch, wir hatten ja gestern ein neues Tief, Entschuldigung. Moment, jetzt muss ich mich hier gerade selber korrigieren. Ist ja genau umgekehrt. So, und zwar so laufen wir eigentlich, ja. Das war unsere Bewegung. So ist es richtig. Ja, das heißt, von hier runter neues Tief gemacht unter dem hier und dann nochmal hier hochgelaufen und was halt gefehlt hat, heute Morgen halt zumindest noch, das war jetzt einfach nur ein neues Tief, weil halt plausibel, klar, weil wir haben hier das alte Tief unterboten, haben kein neues Tief gemacht, das ist halt ein relativ einfacher Abwärtstrend, ja. Also ich hoffe, man kann das nachvollziehen, rein markttechnisch, wir kommen von hier oben runter, hier das Tiefpunkt, hier die Korrektur, ein neues Tief, kein neues Hoch, folgerichtig muss ein neues Tief her. Muss man natürlich auch mal mit Vorbehalt sagen, müssen tut er gar nichts, aber das wäre jetzt halt zumindest die normale Abfolge, wenn man sich halt, wenn man im Trend halt sich bewegt. Und das tun wir hier relativ eindeutig, würde ich mal behaupten, so wie wir von da oben runterkommen. Wenn man das ein bisschen kleiner macht, sieht man schon ganz klar, weil das ist ja eine Fortsetzung, die fand ja hier an, die ganze Geschichte, beziehungsweise hier eigentlich schon da, Hochpunkt, dann Tief. Doppeltop, kein neues Hoch und dann tieferes Tief, kein neues Hoch, tieferes Tief, kein neues Hoch, tieferes Tief. Ja. Und deswegen halt eigentlich relativ klar abwärts. Was mir hier noch ein bisschen fehlt, was auch ein Grund ist, warum ich da unten jetzt gesagt habe, das müsste jetzt eigentlich long, beziehungsweise ich habe es nicht gesagt, ich habe es jetzt nur gemacht. Ich war ja still, während der Heiko hier am Reden war, ist ganz einfach das. Ich versuche ja halt immer, der Ansatz ist ja, Punkte ausfindig zu machen, wo halt ein Bruch stattgefunden hat, ja, also wo zum Beispiel ein Support gebrochen ist und solche Punkte werden meistens halt rückgetestet. Und so einen Punkt haben wir hier, da muss ich nochmal den H1 noch ein bisschen größer machen. Hier hatten wir einen Support, ja, der hat ja halt so ein bisschen gehalten. Gestern ja auch nochmal, ging zwar erstmal drunter, aber hat gehalten. Und sieht man auch hier, in dem Bereich hier vorher, das war Mitte September. Dort war es erstmal ein Widerstand, der ist gebrochen worden, ja. Und das heißt, da haben wir halt normalerweise dann auch erstmal eine Paritätsumkehr. Das heißt, hier ist er wirklich durchgelaufen. Und beim ersten Rücksetzer dahin hat es auch entsprechend gehalten. Das ist normales Marktverhalten. Das heißt, das war ja halt ein Kauflevel an der Stelle. Und das passt auch insofern da zusammen. Das heißt, hier haben wir den Durchbruch nochmal getestet und erstmal nach oben gelaufen. So, das heißt aber nicht, dass dann weiter nach oben geht, hat man ja auch gesehen. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht nur darum, halt solche Levels halt eben ausfindig zu machen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit oder Verlässlichkeit eben haben. So, und jetzt ist dieses Jahr halt gestern nochmal getestet worden, mit ein bisschen drunter und heute jetzt endgültig gebrochen. Ja, das heißt, hier sind wir heute Morgen, sind wir da mit einer ordentlichen Kerze. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen, mit einer ordentlichen Stundenkerze hier durch. Das ist ja halt der Stundenchart, danach beurteile ich das immer. Das heißt, hier sind wir durchgerutscht. Und was halt hier fehlt, ist halt auch so der typische Rücktest, ja. Also bevor es jetzt halt weiter einfach runterfallen kann, ist es eben typisches Marktverhalten, wenn so ein Punkt nochmal getestet wird. Hinzu kommt eben auch, dass wir heute Morgen beziehungsweise gestern ja nochmal einen Support hatten, nämlich dann entsprechend hier an der Stelle. Das ist ungefähr die 12.212. Ja, das ist auch nicht getestet. Das heißt, es kann tatsächlich sein, es muss jetzt nicht sein, ja, aber kann sein, dass wir hier oben nochmal hinlaufen. Und das wäre schon möglich. Und das wäre dann für mich eigentlich dann
auch ein neues Short-Einstiegslevel tatsächlich hier oben erst bei 212 oder frühestens bei 194. Und als Trigger nutze ich mir immer einen Stundenschluss. Das heißt, wir haben hier den alten Punkt bei 146. Da brauche ich natürlich einen Stundenschlusskurs drüber, damit das funktionieren kann. Wenn die Kerze aber hier drüber schließt, und das sieht man auch entsprechend hier dran, ja, dann ist dieser der Support, den wir die ganze Zeit hier hatten, ist dann eben auch nicht gebrochen, zumindest nicht per Schlusskurs. Und das ist meistens ein gutes Indiz dafür, warum es dann auch weiter hochgehen kann. Und das Ganze deckt sich halt in dem Moment jetzt hier auch mit der Value Area vom Market Profile, beziehungsweise Volumenprofil. Das heißt, hier unten war jetzt das Value Area Low. Ja, vorhin sind wir da mal kurz drunter. Und das sollte, wenn das jetzt hält, ja, an der Stelle ist auch erstmal gewesen sein. Hier haben wir den meisten Umsatz und hier oben ist das Value Area High. Das heißt, ab hier wäre der Markt dann auch eben zumindest in Bezug auf heute überbewertet. Und entsprechend, das deckt sich ganz gut halt damit. Ja. Und wir haben hier das Value Area Low von gestern, also die Unterseite von 70% des Handelsvolumens. Das heißt, das hier kommt alles recht nett zusammen. Die ist bei 201, bei 212 habe ich gesagt, wäre der Short, beziehungsweise in dem Bereich hier 194 bis 212. Und das heißt, das ist für meine Begriffe ein Einstiegslevel, was auch funktioniert, was auch entsprechend gute Chancen hat, dass da halt was passiert und dass wir dort dann auch einfach eine Fortsetzung bekommen von der Abwärtsbewegung, was auch halt vom markttechnischen Bild her eben auch zusammenpasst. Ja, jetzt muss man hier natürlich, wie ich es hier gemacht habe, nicht zwangsweise long gehen. Man kann das auch einfach sein lassen und abwarten, bis wir oben so einen Punkt haben. Aber auch rein markttechnisch dürfte er zum Beispiel nicht mehr hier unbedingt drüber, also über 250. Das sind ohnehin noch eine ordentliche Strecke drüber. Und das heißt, das würde hier zur Paritätsumkehr passen und zum Market Profile. Und hier unten, wie gesagt, wobei wir keinen Backtest haben, deswegen halte ich den Long hier auch an der Stelle für plausibel und das kann halt auch funktionieren. Wie gesagt, wichtig wäre jetzt halt nur, dass wir in 2,5 Minuten hier über der grünen Linie stehen und dann kann das Ding laufen. Tun wir das nicht, dann ist das Ganze halt in Frage gestellt, ob das so passieren kann, beziehungsweise ob es dann halt noch long bis dahin tatsächlich auch aufgeht. So, das ist der DAX. Also wie gesagt, für heute wirklich mustergültig, wie er bisher gelaufen ist. Zumindest mal markttechnisch und eben auch nach den Reaktionspunkten. Aber ich glaube, da haben wir heute Morgen in der Gruppe auch alle, zumindest die dabei waren, auch ordentlich was mitgenommen. Nämlich die ganze Abwärtsbewegung von 9.30 Uhr an bis zu 146. Da habe ich noch geschrieben, ich fresse einen Besen, wenn er das jetzt wirklich macht. Weil es so short aussieht, das kann ja fast nicht funktionieren. Ja, das war halt hier oben ab der Stelle. Ja, und er hat es dann halt gemacht. Ja, also hat mich jetzt selber erstaunt, weil ich hätte auch, wie gesagt, damit gerechnet, dass das Sentiment short ist und nicht long. Und also ich verstehe es halt auch nicht. Ich weiß halt nicht, was da der Ansatz dahinter ist. Gut, es hat ja jeder irgendwie einen anderen Handelsansatz. Aber abfallende Tiefs und abfallende Hochs, das ist einfach doch auch nach jedem Lehrbuch, behaupte ich doch, auch ein Short-Trend und kein Long-Trend. Wie gesagt, kann sein wegen dem Feiertag, weil wir da so ein merkwürdiges Zwischenhoch hatten, dass das halt irgendwie einige verwirrt hat. Das mag sein, aber das habe ich gestern auch schon gesagt. Man darf einfach nicht drauf gucken, weil es gab keinen DAX am Mittwoch. Auch wenn der sich hier und da bewegt hat. Das ist letzten Endes sind es Mondkurse und eine Schätzung vom Liquiditätsprovider, wie das Ganze aussehen könnte, wenn es den DAX denn gäbe. Ja, und ich versuche es halt immer wirklich gedanklich alles auszublenden. Okay, so, dann gehe ich mal ganz kurz noch zu Gold. Das fand ich nämlich auch noch ganz spannend, was da passiert ist. Mal gerade mal gucken, hier 40 Sekunden, ob er das schafft. Also man sieht jetzt hier auch der S2, hier so ein Stundenpivot. Das ist normalerweise auch mal guter Support. Gut, der hat jetzt vorhin halt nichts genutzt, aber wenn es runterkommt, handelt man das auch nicht so als Support und dann einfach dagegen, nur weil da halt einer ist, sondern im Abwärtstrend macht man es eher genau umgekehrt. Da sucht man sich halt eher, wenn er hochläuft, die Widerstände, um dann entsprechend halt wieder nach unten zu kommen. Und jetzt auch mal gleich gucken, bin ich mal gespannt, in 8 Sekunden sehen wir halt auch hier, wo dann der neue pH liegt.
lässt sich um 5 Minuten, geht es leider nicht automatisch, weil das irgendwie von der Synchronisation nicht gut hinhaut. Also wir haben es hier nicht geschafft, hier drüber zu laufen. Bisschen tief geschlossen. Das heißt, gut möglich, dass wir erst nochmal runterkommen, beziehungsweise es vielleicht dran laufen und dann nochmal eine Runde dann nach unten. Kann also sehr gut jetzt sein. So, aber wenn er den jetzt halt zurückkauft, und dann kann man da schon nochmal auch irgendwo dranbleiben. Okay, also dann gehe ich mal eben noch zu Gold. Also das ist wie gesagt mein Ansatz. Ihr seht, der ist völlig anders als der vom Heiko, weil ich halt ja so natürlich auch versuche, immer so ein bisschen die größeren Strecken zu sehen und bin halt eben auch in der Großwetterlage, auch hier im Tageschart. Und da sieht man ja halt eigentlich auch ganz deutlich, was da los ist. Ja, das ist Short, nichts sonst und alles Dirk, immer wieder. ich habe gerade noch eine Frage bekommen vom Oliver. Wie kommt denn der Dirk auf die grüne Widerstandslinie, dass du das vielleicht nochmal erklären kannst? Vielleicht ist das nicht so rübergekommen. Ganz ehrlich, kann ich aus dem Stegreif tatsächlich nicht, weil die ist so alt. Ich habe die bei mir halt irgendwann vor Wochen schon mal eingezeichnet. Ich kann es mal versuchen hier auf dem anderen Bildschirm, ob ich da jetzt auf die Schnelle drauf komme. Und mal gucken, wo die entstanden ist, ob ich das jetzt so ohne weiteres zusammenkriege. Also die 146 ist gemeint, ne? Die jetzt hier oberhalb ist. Also der Support, der dann eigentlich an der Stelle. Würde ich mal ganz stark sagen, ja. Ja, muss mal gucken. 17. September sehe ich hier gerade, war das. Moment, ich kann es ja mal gucken. Weil das Prinzip ist immer das gleiche. 17. September. Genau, hier haben wir es ja auch. Ja. Das heißt, wir hatten hier unten, da war halt jetzt in der Nähe, wo wir jetzt sind, hier sind die 1, 3, 4. Ja, die ist jetzt aber, eigentlich ist die, das muss ich mir mal genau angucken nach dem Ansatz, ob die genauso relevant ist. Also hier ist eigentlich auch der Support, weil das Prinzip, ja, das passt schon. Das Prinzip ist ja halt immer das gleiche. Das heißt, wir hatten hier einen Widerstand und ist dann hier durchgelaufen. So, gebrochen, ja, da gab es halt noch ein bisschen Gegenwind, aber dann entsprechend hochgelaufen. Und genau deswegen habe ich nämlich die hier unten nicht drin, sondern die hier oben. Weil wir hier halt auch nochmal einen Bruch haben von oben runter an der Stelle. Ich hoffe, man kann das erkennen. Muss man hier ein bisschen größer zu machen. Am 17. Da, wo ist er hin? Da war er doch, oder? Ja, genau. So, und das heißt, hier haben wir einen entsprechenden Durchbruch gehabt. Also diese Ausbruchskerze, ja, also ob man jetzt halt die hier, die 146 nimmt oder halt die 153, das sitzt. Unterschied hier von 10 Punkten, das ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Aber generell habe ich mir halt hier diese Ausbruchskerze genommen und die ist nie getestet worden. Ja? Also ganz oft ist es so, dass wir einen Breakout haben, dass der Origin, also der Beginn vom Breakout nochmal getestet wird. Und wenn das nicht passiert, wird es meistens nachgeholt. Und hier sieht man eigentlich schön, wie lange das gedauert hat. Ja? Und der hat mir gefehlt. Also das gleiche Prinzip. Wir haben hier einen Widerstand von unten nach oben durchbrochen. Nicht getestet, sondern läuft einfach weiter. Und sowas nenne ich dann halt immer UTS, Untested Support, weil das ist ein Support, der nie getestet wurde. Und genau das ist jetzt hier gerade passiert. Und deswegen hat die auch gehalten. Hier sieht man es auch. Also 146 war eigentlich falsch. Das sieht man heute Morgen noch schon. Sondern ist dann hier punktgenau tatsächlich auf die 135 gelaufen und ab da nochmal hoch. Und das ist halt eben das Prinzip halt dabei. Und das ist halt sehr verlässlich. Also muss halt manchmal ein bisschen Geduld haben, bis sowas da kommt. Aber es ist eben halt verlässlich. Daher kommt es also. Ja. Also einfach immer nur untestete Supports. Geht natürlich auch mal daneben. Haben DAO auch schon mal gehabt. Da geht es auch schon mal einfach mal 100 Punkte durch. Also es ist kein Garant. Ja. Das ist halt auch ganz klar. Aber generell das Paritätsprinzip beziehungsweise Paritätsumkehrprinzip, das da ja einfach nur lautet, Support becomes Resistance. Und umgekehrt, ja, also was vorher halt unterstützend war, wird später zum Widerstand, wenn es dann gebrochen wurde und umgekehrt ganz genauso. Und das ist das Prinzip dahinter. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ohne Fibos, ohne alles, ja, weil weiß der Kuckuck. Also ist natürlich halt auch, ich beachte schon die Fibos je nachdem hier nach Ansatz, aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwie an von den Punkten her, okay, das ist jetzt irgendwie 76% oder 61,8 und sondern ich gucke einfach, wo sind die Punkte,
die da halt Sinn machen und versuche, die dann entsprechend auch zu verbinden. Und was man heute Morgen hier zum Beispiel halt auch sieht, ist, der ist ja hier auch unter die Value Area durchgerutscht. Ja? Das heißt, das war halt dann auch unterbewertet. Das kommt dann noch dazu. Und dann haben wir entsprechend halt irgendwann auch ein paar Käufer da am Markt. Und den Long hier haben wir übrigens auch gehandelt in der Gruppe. Heute Morgen nicht ganz bis da oben hin, aber hier immerhin circa 20 Punkte. Das war eigentlich auch sehr schön zu machen. Das war aber dann ein Scalping-Ansatz und der sich hier entsprechend aber wiederum aus einem anderen Aspekt dann ergeben hat. Bei 1,53 war da, glaube ich, der Einstieg. Ja, aber das, wie gesagt, ist halt so das grundsätzliche Prinzip. Jetzt muss ich mal gucken. Gold, genau. Das ist nämlich das gleiche in Grün. Hier war man bei den letzten NFPs, also im September war das. Da habe ich halt gesagt, Gold Long, ich weiß nicht, ich glaube da nicht dran, da fehlt unten was, ja. Aus genau dem gleichen Grund auch wieder. Und gut, läuft jetzt halt die ganze Zeit schon auf der Stelle. Aber da habe ich halt diese Linie gezeichnet, diese grüne, weil halt hier auch das letzte markttechnische Level war, ja, was halt irgendwie zu halten, was halt halten sollte. Jetzt hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, dann ging es jetzt mal kurz drunter, das macht aber nichts. Aber ich habe halt gesagt, bevor wir nicht wieder hier bei 1183 oder was ist hier, 84, 83 oder 84 halt sind, vorher sehe ich da halt auch keinen Long-Ausbruch nach oben. Ja, also kann mal ein bisschen laufen, aber den Ausbruch sehe ich nicht. Und das war halt genau der gleiche Grund. Ja, also das heißt, hier sieht man jetzt zwar keinen Support, hier war es einfach rein markttechnisch und wir haben aber hier ein ganz deutliches, sind hier im 4-Stunden-Chart sogar, ein ganz deutliches Ausbruchslevel, was man hier sieht. Ja, das war ja halt nach dieser Aufwärtsbewegung hier, kleine Korrektur, die deutlichere Bewegung. Und da fehlt halt auch, wenn es dann halt so läuft, meistens einfach ein Rücktest. Da kann man sich ja gerne, wenn man möchte, nochmal das Webinar vom letzten Mal angucken und das auch mal gucken, was ich da genau gesagt habe. Kann auch sein, dass ich es nochmal ein bisschen anders erklärt habe. Aber die Linie ist halt hier tatsächlich noch entsprechend drin. Und wie man sieht, ging es zwar mal kurz drunter, ja, aber halt dann hier nochmal sauber bestätigt und jetzt entsprechend hoch. Und jetzt hat es auch entsprechende Chance, ja, weil das hier auch gehalten hat, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen drunter ist, ja, es wurde aber zurückgekauft und wurde wieder bestätigt. Und das fällt dann halt so ein bisschen in den Bereich der markttechnischen Unschärfe. Aber das kann jetzt tatsächlich mal funktionieren. Ich habe hier oben tatsächlich auch mal eine diagonale Linie drin. Das ist zwar normalerweise nicht so mein Ding, aber hier sieht man halt auch schön, und sowas ist halt einfach immer verdächtig, wenn man so sauber abfallende Hochs hat und das aber dann halt irgendwo bei gleichbleibenden Tiefs, wobei das hier natürlich jetzt ein bisschen, ne, grenzwertig ist, keine Frage, aber sowas wird dann halt irgendwann in einem Anlauf dann entsprechend auch gerne mal genommen. Nur sollte man das nicht hier oben handeln, ja, weil wie man sieht, die Idee hatten schon andere und die ist halt auch regelmäßig oder beziehungsweise einmal, zweimal hier schon ordentlich in die Hose gegangen, sondern da geht man halt anders ran, man sucht sich wirklich das letzte markante Korrekturlevel markttechnisch, handelt das und baut dann darauf, dass man da oben durchkommt. Ja, und das ist halt der richtige Ansatz, so zu handeln und nicht, wie es halt auch gerne gemacht wird, wenn der jetzt da oben durchgeht, dann gehe ich long. Auf gar keinen Fall, ja, weil man halt einfach das Risiko dann hat, von hier oben bis da unten hin letzten Endes. Und das ist natürlich viel zu viel. Und das, was wir am häufigsten erleben, generell in allen Märkten, und ich glaube, da stimmt mir der Heiko auch zu, das sind Fehlausbrüche. Ja, das ist einfach das häufigste Phänomen. Und deswegen darf man auf keinen Fall hier oben mit so einem Risiko handeln. Ja. Oder man setzt es halt eng, geht halt immer wieder rein, aber kommt wahrscheinlich dann aufs Gleiche raus. Und noch dazu, es weiß ja keiner, ob es wirklich ausbricht. Und wir zum Beispiel jetzt hier nochmal auf 1, 2, 3, 6 da oben hinlaufen. Das wäre aber tatsächlich dann der nächste relevante Punkt dann hier oben erst, ja. Und nicht etwa hier irgendwo dazwischen, weil da glaube ich nicht dran. Weil sowas hat man ganz oft, wenn man dann so einen Korrekturpunkt hat, ja, und wenn es ein paar Mal kurz davor vorher scheitert, dann kommt irgendwann ein Anlauf und dann hält es auch nicht mehr. Also hier, das ist die, was haben wir? Komm, zeig doch was an. 1217. Das sollte eigentlich nicht mehr halten im nächsten Anlauf. Also würde mich sehr, sehr wundern. Dirk? Kann man auch im Tageschart mal angucken, bitte. Der Thorsten hat eine Frage, ob du Goldschmied bist. Was? Welcher Thorsten? Ja, welcher wohl? Welcher Thorsten? Was will der denn hier? Ach, der ist ja tatsächlich da drin. Ach, du lieber Himmel. Kannst du den nicht rausschmeißen? Kann ich das nicht sogar? Mal gucken, ich schmeiß den einfach mal raus. Der ist sowieso mal frech.
Nein, weil er will sich jetzt wahrscheinlich rächen. Haben wir den Thorsten ja mal hochgenommen, hier der Nelson und ich. Wir haben es tatsächlich geschafft, Thorsten Helby sprachlos zu machen. Haben wir ein großes Kreuz im Kalender gemacht. War natürlich sehr, sehr interessant, witzig. Ne, Thorsten? Aber mach dem bloß kein Mikro an, ne? Bloß nicht, der hört nicht mehr auf zu reden. Aber er darf gleich, wenn ich hier durch bin, darf er gerne was sagen. Hat mir auch schon gedroht, hat gesagt, so, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, aber das hat auf jeden Fall ein Nachspiel. So, hier im Daily sieht man überhaupt nichts bei Gold. Ja, das ist einfach nur hier hin und her seitwärts. Da kann man irgendwie gar nichts erkennen, außer könnte mal ein Reversal werden, wenn es dann mal groß ist, aber mehr halt eben auch nicht. Und genauso hier im Wochenchart, ja, da sieht man halt zumindest mal, wir hatten hier eine Aufwärtsbewegung, die aber nicht weit genug ging, ja. Die hätte halt hier über diese Kerze drüber gehen müssen. Dann wäre es besser gewesen. Und so, nichtsdestotrotz, versucht Gold aber eben hier in der Aufwärtsbewegung zu bleiben. Ja, und stößt sich halt immer wieder da rein zurück. Also, aber um das halt, damit es wirklich ausbricht, brauchen wir heute dann eigentlich einen Wochenschluss, der über dieser Kerze liegt. Ja, also das heißt eigentlich genau da oben, wo die blaue ist. 1215. Da müsste er eigentlich heute dann schließen. Oder was heißt er? Es müsste heute da oben schließen bei 1215 und dann kann das Ding auch mal richtig ordentlich nach oben laufen. Aber solange das nicht da ist, werden wir das hier wahrscheinlich noch eine Zeit lang auch genauso sehen. So, da gucke ich mal, ob ich den Dow hier auch noch irgendwo verhackstückt kriege. So, da haben wir nämlich auch. Also der hat es jetzt irgendwie gerade nicht wirklich einfach gemacht. Da gehe ich mal direkt auf den Tageschart hier. Und zwar, ja, wo irgendwie natürlich jetzt alle schon wieder einen Crash rufen, nur weil der gestern mal ein paar Punkte runtergelaufen ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber generell, das wollte ich hier so lassen. Warum? Ich bin ja mal ein ganz großer Fan von Kontext. Also Außenstäbe sind für mich immer das ausschlaggebende Kriterium, um die weitere Richtung einzuschätzen. Ach so, übrigens, beim letzten NFP-Webinar habe ich halt gesagt, da ist er hier ewig lang in dieser Range da rumgedattelt, ja, und da wollte ich weiß es nicht mehr genau, wo hier der Tag ist, aber ich wollte exakt die 25.748, ja, die hatte ich im letzten NFP-Webinar auch schon gezeigt. Dann habe ich gesagt, bevor der da nicht ist, und die NFPs waren aber irgendwo hier, 2, 3 Tage vorher, da waren irgendwo NFPs, ich habe das Datum nicht genau auf dem Schirm. Hat es dann halt mit bisschen Verzögerung gemacht, aber exakt dahin gelaufen und von da dann auch 1000 Punkte hoch. Ja. Das meinte ich eben vorhin so mit, es stimmt eben ganz oft, also dass man halt mit den Sachen, die sich während den NFPs dann ergeben oder die Bilder, die man da halt sieht, dass man mit denen tatsächlich auch oft 4 Wochen was anfangen kann. Wer das gehandelt hat, ich habe es tatsächlich verpasst, ja. Ich habe tagelang darauf gewartet und darauf hingewiesen, dass mir dieses Level fehlt, eben als Support, als kurzer Dip aus der Range nach unten und dann hoch. Und bei mir hat es tatsächlich just in dem Moment an dem Tag um 15:30 Uhr an der Tür geklingelt. Und da stand jemand, der nicht eingeladen war und sich nicht hat abwimmeln lassen, also hier eine Nachbarin. Und ich habe gedacht, kann alles nicht wahr sein, und komm zurück. Und dann war halt die Nummer schon gelaufen. Das heißt, also schon fast 100 Punkte wieder nach oben gelaufen und da bin ich dann auch nicht mehr rein. Ist natürlich extrem ärgerlich, ja, vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie 10 Tage davon redet und kann den nachher nicht handeln. Aber wie gesagt, vielleicht war auch der ein oder andere im Webinar dabei und hat sich das gemerkt und hat es vielleicht gemacht. Nicht, weil ich es gesagt habe, ne, ich darf hier keine Empfehlungen geben, ja, aber es steht natürlich jedem frei, das hat hier immer so ein bisschen zu beobachten und dann für sich auch entsprechend selbst einzuschätzen und dann zu überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht. Also das war natürlich das Premium-Level und alles seither dazwischen war halt eher noch so, nur so ein bisschen Firlefanz rauf und runter. Warum nicht Short, warum eher Long? Gleiche Prinzip wie immer, was den Kontext angeht. Außenstab, wir haben hier einen Außenstab. Ja, das ist der letzte, den wir halt hier haben im Daily. Diese Kerze hier und wie man gestern halt gesehen hat, ja, ist halt einmal kurz hier unten irgendwo hingedippt. Da war halt noch ein Gap. Sieht man jetzt hier nicht. Im Future gab es da halt ein Gap. Und dann ging es halt 200 Punkte nach oben und hat halt einfach hier über dieser Öffnung, also in dem Außenstab, nochmal geschlossen. So. Und beziehungsweise fast genau dran. Und deswegen habe ich auch gesagt, der macht es uns heute nicht wirklich einfach hier, der Dow. Weil das natürlich erstmal ein Indiz dafür ist,
für weiter hoch, ja, also beziehungsweise kommt so ein bisschen auf die Reihenfolge an. Ich habe ja heute Morgen auch geschrieben, solange der nicht unter dem Tagestief von gestern da wirklich drunter ist, kann der jeden x-beliebigen Punkt hier nutzen, um dann halt eben nach oben zu laufen. Und genau das hat er jetzt gemacht. War leider nicht gut einzufangen heute, aber vom Prinzip genau das hat er jetzt gemacht. Und solange der halt auch hier nicht unter dieser Range, also nicht unter der Range, sondern hier unter diesem Tag schließt, das ist die, was haben wir da, 26.663, ja. Solange der, wenn der da drunter schließt, dann hat er auch eine Chance, dann entsprechend auch mal hier die nächste nochmal zu testen und dann hier auch das Low auch nochmal anzulaufen. Aber solange das nicht passiert, will ich mir gar keine Hoffnungen über Short machen, sondern eher davon ausgehen, wenn der hier oben irgendwo schließt, dass der halt einfach nach oben auch rausläuft. Sieht man im Weekly wahrscheinlich genauso. Ja, wir sind hier ohnehin im Wochenchart mitten in der Aufwärtsbewegung und haben sogar schon einmal hier in der Woche über dem alten Allzeithoch geschlossen. Also von daher, Short sieht ganz klar anders aus. Aber wird man halt leider ein bisschen im Auge behalten müssen, beziehungsweise ist es leider nicht so ganz einfach, halt hier jetzt so präzise was zu sagen wie beim letzten Mal. Trigger wäre hier übrigens oben die, was ist das hier für ein Punkt? Ich habe es bei mir eigentlich auf einem anderen Bildschirm eingezeichnet. Den sehe ich nur irgendwie gerade nicht, weil hier alles irgendwie verdeckt ist. Und das ist die 753, 26753. Ja, wenn wir da halt auch, das war halt ein Support hier an der Stelle, ja, der immer wieder zurückgekauft wurde. Und das wäre halt so entsprechend der maximale Punkt. Wenn er also tatsächlich Short gehen soll, dann hier besser nicht mehr drüber. Ist aber ein Level, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reagieren wird. Ja, zumal wir auch hier, sieht man jetzt hier zwar nur klein, aber man kann es erkennen. Ja, hier ist orange das Profil. Das heißt, das war ohnehin der meistgehandelte Kurs gestern. Von daher auch plausibel, dass wir das auch nochmal sehen. So. Das war jetzt hier nochmal die übliche Theorie zu den NFPs. Also darf man sich gerne mal so im Auge behalten und auch den Ansatz, den ich wirklich immer jedem nur ans Herz legen kann, was eben die Außenstabstheorie angeht, beziehungsweise Kontext, wie ich es ja gerne nenne, ist eine Sache, auf die man eigentlich recht gut bauen kann. So, ist der Thorsten noch da oder ist er beleidigt? Der hat dir ganz viel geschrieben. Kannst du alles im Chat lesen. Der hat mir ganz viel geschrieben. Ah, ja. Na, guck mal hier. Nee, ich sehe es schon wieder, ja. Oh, Thorsten, das lese ich nicht vor. Das ist nicht jugendfrei, was er hier geschrieben hat. Aber tatsächlich hat aber ein Teilnehmer gefragt, ob du was zum Euro sagen könntest. Ich zum Euro? Nee. Das ist nicht mein Schwerpunkt. Da darf aber der Thorsten, wenn er doch schon da ist, darf er auch gerne was zum Euro sagen. Thorsten, wie wär's? Hast du Lust? Weil unser Euro-Experte ist, also hier zumindest mal, ich will jetzt den Heiko hier nicht irgendwie in Abrede stellen, aber der Heiko ist ja eher ein Scalper. Der Thorsten zwar auch, macht aber gerne auch mal große Wetterlagen im Euro und macht das ja halt auch jeden Tag in seinem Webinar. Also Thorsten, wenn du willst, darfst du gerne was zum Euro sagen. Thorsten? Dann gebe ich ihm mal das Mikro. Ah, jetzt ist alles zu spät. Heiko, jetzt ist der Thorsten da. Jetzt können wir einpacken. Ja, ein Teilnehmer hat auch schon. Ich trinke Kaffee, alles gut. Ich trinke Kaffee, ist alles gut. Ein Teilnehmer hat auch schon gesagt, das Webinar findet jetzt noch eine Stunde statt. Wir kommen jetzt eh nicht mehr zu Wort. Thorsten, hast du dein Mikro verschluckt? So, Thorsten. Aha. Ah, ja, okay, das ist Thorsten. Tag. Ja, moin, ihr beiden Knallkörper. Nee, drei. Heiko ist ja auch mit dabei. Ja, ja. Der trinkt Kaffeelikör. Ich hole mir jetzt auch gleich mal einen Kaffee und dann kannst du hier noch ein bisschen was. Nee, ich will gar nicht groß. Ich bin am Packen und ich bin am Vorbereiten für das Webinar heute Nachmittag. Aber ein paar Worte zum Euro. Gut, dass ich ein paar Worte sagen kann. Ich habe ja eben mal ein bisschen zugehört. Ich will ja auch mal was lernen. Und da ich ja schon seit gestern im Dow Short bin, habe ich auch ein bisschen was gelernt. Aber die Position halte ich. Wir unterschiedliche Sichtweisen auf die Märkte sind ja glücklicherweise noch erlaubt. Ne? Wenigstens bei den Märkten. Bei anderen Sichtweisen ist ja nicht mehr alles erlaubt. Aber
hier ist das ja noch möglich. Ganz kurz, den Euro haben wir heute Morgen ganz kurz auseinandergepflückt und haben uns zwei Marken rausgepult, die für heute ausschlaggebend waren. Und das war einmal die 25 bis 28, da wo er jetzt gerade ist, und da oben drüber maximal die 42. Hast du dein Bild? Kannst du dein Bild übertragen? Warte mal, da muss ich erstmal den Ralf rausschmeißen. Der macht mir nämlich gerade hier. Oder soll ich das versuchen, irgendwie zu begleiten? Ja, weil der Ralf fuscht hier. Warte mal, ich schmeiße den Ralf einfach raus. Fertig. Ja. Ich beantworte ganz kurz noch die Frage, hat jemand gefragt, wo es die Ausblicke gibt von mir. Das wurde ja schon öfters gefragt. Also einfach hier dirkhilger.de. Dort schreibe ich halt täglich mein Blog. Und wie ich das halt eben sehe, gibt dann halt hier so ein paar Marken mit dazu. Und entsprechend eben eine Einschätzung. Und besprochen wird es halt immer in der Facebook-Gruppe. Die ist aber von hier aus auch verlinkt. Also Traders Club von stereotrader.net. Und da ist auch der Heiko ab und zu mal da und der Thorsten ist ab und zu mal da und der Olli ist ab und zu mal da. Also da treffen sich dann alle möglichen, die drumherum den Stereotrader sich drehen. So, dann versuche ich mal den Euro. Also, was soll ich tun? Euro Pro hast du ja nicht. Nee, ja, doch. Sag Bescheid, wenn wir den Bildschirm wechseln sollen. Ja, können wir kurz machen. Ich will auch gar nicht groß dazwischen pfuschen hier. Nee, ich bin fertig. Also mit meinen... Ja, das weiß ich. Meinst du, mit meinen Märkten? Honk. Okay, wir machen das mal ganz kurz, wenn ich schon... Ja, siehst du, geht doch. Ah, was für Farben. Gruselig. Ja, ne? Cool, ne? Gruselig. Wenn der... Kannst du jetzt dem Hilger mal irgendwie den Saft abdrehen? Der hat gestern schon scheiße gelabert. Das ist mein Also, ausschlaggebend war heute, wer könnt, ich habe es auch bei Dirk in der Facebook-Gruppe heute Morgen geschrieben, ich habe es bei uns im Blog geschrieben, kann man sauber nachvollziehen, dass wir sagen, ich halte erstmal die Füße still. Ausschlaggebend waren die Marken 25, 28 und maximal die 42. Die Non-Farm Payrolls haben vorhin genau die Limits hier oben an der 25, 28 abgeholt, um dann direkt diese Nummer von der 28 bis zur 88, sogar hier runter bis zur 84 abzuarbeiten. Unser Ziel sind 20 Punkte. Also wer da oben mit einer Limit-Pullback gearbeitet hat, ein klassisches Beispiel heute. Ich sage es ja ungern, aber da hat Dirk noch was Geiles auf den Markt geschmissen. Fällt mir schwer, sowas zu erzählen, aber wer heute wirklich, wir haben die letzten Tage viel über unsere Geschichte gesprochen, was die Limit Pullback und was die Ausführungen hier von den Zielbereichen betrifft. Wir haben gesagt, pass auf, wenn wir diesen Bereich 25, 28 habe, dann gehört knapp unter die 25, also eine 24, 25 gehört die Limit Pullback, das Ding hochschieben lassen, abklatschen und dann nach 10 Punkten, wenn wir 10 Punkte im Gewinn sind, geht das Ding Break-Even, 20 Punkte raus, Cut, fertig, Ding erledigt. Tagesziel im Sack, erledigt. Die Großwetterlage, ich mag ja diesen Begriff nicht unbedingt, obwohl mein Freund Michael den ja mal irgendwo geprägt hat. Muss ich mal gucken. Die Großwetterlage im Euro sehe ich leider Gottes im Moment sehr, sehr shortig, so dass wir wieder hier runtergehen, erstmal an die 1,13 und darunter sehen wir wahrscheinlich sogar relativ schnell die 1,11. Die 1,11 ergibt sich aus diesem Bereich hier, zack, da, aus meinen Fibos, aus diesem Bereich. Der Nachteil ist, wenn er diese Nummer macht und hier unten an die 1,11 anschlägt oder durchschlägt, dann haben wir das Problem, dass er damit die SKWS aktiviert hat und die Nackenlinie durchschlagen hat. Und wir haben gestern im Webinar, wo wir hier Nelson schon mal ein bisschen was beigebracht haben, die Ziele rausgeholt. Und dann sieht es leider Gottes so aus, dass wir
eher Richtung Parität marschieren. Das sehe ich vom Gesamtbild von der Wirtschaftslage, sofern man von der Wirtschaftslage reden kann, sehr, sehr vage. Aber wer mal Daytrader 3, der Traum vom schnellen Geld, gesehen hat, der kennt meine Meinung dazu. Mich interessieren Nachrichten, Wirtschaftslage und so weiter, interessiert mich, was ein Scheißdreck. Es zählt nur der Chart, genauso wie an der Börse nur der Preis zählt. Da, hier geht es nur um Kaufen und Verkaufen. Und ich kenne keinen, der irgendwie sagt, ich kaufe den Euro nicht, weil die Tomaten gerade scheiße schmecken. Deswegen, hier zählen wirklich nur die Chartwerte und dazu muss er einen Schlusskurs hier unter der 1,1450 grobe Richtung machen. Tagesschluss unter der 1,1450 gibt sofort Potenzial frei bis zu 1,1250 und dann sind wir schon ja an der 1,11 und dann fällt die große Entscheidung. Hält der 61,8 Level von der gesamten Aufwärtsbewegung von 1,03 kommend, hält der Level da unten der 61,8, baff, können wir richtig schön hochschießen, um den nächsten Schub zu machen, weit über die 1,30. Hält der Level nicht, lauert als nächste große Hürde, damit aber auch als großes Ziel, das Gap zwischen der 1,08 und der 1,07 nach unten. Und ich selber habe im Moment nur Short-Positionen im Markt und werde auch keine Long-Position eingehen, solange wir nicht hier oben drüber über dieser Linie einen Schlusskurs haben, da über diesen Bereich. Solange wir da nicht drüber kommen, sind für mich Long-Positionen erstmal ausgeschlossen, zumal wir die nächsten 3 Wochen im Urlaub sind. Wie wir so eine Geschichte analysieren, das zeigen wir ja heute Abend. Ich weiß gar nicht, Nelson, bist du heute Abend dabei? Ja, vielleicht. Oh, scheiße, dann muss ich mich ja benehmen. Ja. Gut. Wir zeigen heute Abend so ein paar Grundlagen, so ein Querschnitt, was wir so mit Anneliese gemacht haben. Das zeigen wir heute Abend um 18 Uhr. Wer will, kann sich ja dazu anmelden und kann gerne dabei sein, wenn wir unsere Analyse oder unsere Sichtweisen darstellen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also für mich ist alles, was sich jetzt unter der 1,18 bewegt, ist Short mit den Zielen 1,11, die übergeordnet für mich jetzt zählen. Alles, was über der 1,18 Tagesschlusskurs ist, wäre für mich dann wieder Long, solange bleibt der Chart rot. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich muss nachher genug labern. Ne? Außerdem ist das Dirk sein Job und hier Dirk und Heiko sitzen jetzt hier gemütlich hier beim Kaffeelikör hier und ich mache denen hier ihren Job hier. Ja, so gut so. Ich habe mir tatsächlich schon Kaffee gemacht. Ja, dann will ich auch das Honorar. Was für ein Honorar. Ja, wir sollten das immer so machen. Das ist, finde ich, sehr, sehr gemütlich. Heiko sagt schon gar nichts mehr. Heiko, bist du eingeschlafen? Heiko ist schon gar nicht mehr da. Heiko ist Radfahrer. Ich hab gerade den Button nicht gefunden, wo es... Also doch eingeschlafen. Ja, doch eingeschlafen. Also vor Schreck jetzt auf der Couch hochgeschnellt. So, was? Heiko, mein Name. Wo ist der Button? Aber wir könnten uns jetzt mal den Wall Street-Eröffnung mal anschauen. Jetzt. Das ist tatsächlich, die Gefahr besteht, dass wir das machen könnten, ja. Das sollen wir mal noch machen. Aber ich habe vorhin auch dem Heiko gesagt, wenn sich da noch was ergibt für den Handel, warum nicht? Also können wir gerne machen. Zumindest ja, dann holt euch mal den Bildschirm wieder hier. Macht euer Job. Jo. Heiko, willst du den Bildschirm oder soll ich das machen? Nee, mach du mal kurz. Ich warte noch ein paar Minuten ab und dann kann man nochmal drauf gucken. Okay. Super. Danke auf jeden Fall, Thorsten. Jo, ja, danke. Gerne. Bis dann. So, ne, hier sieht man eben halt hier gerade noch, kommen nochmal kurz auf den DAX, nochmal kurz hier hingelaufen, aber eben weil Stunde drunter geschlossen hat, beziehungsweise also hier unter der Linie entsprechend jetzt nochmal Reaktion nach unten. So, kann jetzt aber sein, dass der das nochmal zurückkauft, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber wäre auf jeden Fall kein Grund mehr, um da noch long drin zu bleiben, jetzt erstmal. So, dann haben wir hier den US30, also unseren lieben Dow. Ich kann mal gucken. Also wie gesagt, der Heiko kann gleich gerne nochmal übernehmen, um hier tatsächlich dann auch was zu handeln. Ich glaube halt nämlich nur, dass wir jetzt halt hier tatsächlich so eine typische Öffnung kriegen, in der es halt erstmal rauf und runter geht und sonst weiter gar nichts. Und zumal wir jetzt hier auch erstmal in der, ich hoffe, man kann das alles erkennen hier,
in der Value Area von gestern schon mal drin sind, über dem Point of Control, also hier die 609, was auch bei mir entsprechend die 605 ist, die da auch schon ganz lange rumliegt, die sich wie immer aus dem gleichen Ansatz ergibt, nur kommt die eben aus dem Tageschart, die 605. So, und mal gucken, ob jetzt hier oben, möglich ist ja alles, wir reden immerhin vom DAO, also wenn er da oben hinlaufen würde, jetzt als Beispiel, wenn er das aus dem Stand hier macht, dann würde ich die tatsächlich da oben auch shorten, also die 26.753. Aber ansonsten ist das jetzt hier erstmal so komplettes Nirvana, ja. Und nichts, was man irgendwie, glaube ich, wirklich handeln muss an der Stelle. Und der Heiko macht es ja ohnehin auch immer so, der sagt immer, er wartet immer die ersten 15 Minuten, glaube ich, ne? Wartest du immer ab, Heiko, bevor du überhaupt mal irgendwie aktiv wirst zur Eröffnung? Ja, also die erste 5-Minuten-Kerze, die reicht schon aus. Ja. Weil es halt eben auch oft so, dass man halt dann zum Beispiel, kann man hier gucken, dass dann halt wirklich so, ich nenne es immer Verzweiflungspunkte, halt irgendwo angelaufen werden, ja. Und das heißt also, einfach nur die Orientierung gesucht wird, überhaupt in dem Markt, sodass erstmal alles reagiert in irgendeiner Art und Weise. Und das ist halt eben auch ganz typisch. Also hier wäre zum Beispiel typisch erstmal hier Point of Control, die gelbe da oben. So. Das heißt, dort haben wir jetzt bis heute für heute das höchste Volumen gehabt. Von daher wäre es völlig legitim, da jetzt erstmal hinzulaufen, weil wenn jetzt hier jemand irgendwelche Positionen in den Markt größeren Umfangs halt reingeben will, dann wird er halt schon gucken, dass er in der Nähe dort ist, wo bis jetzt auch der meiste Umsatz war. Und das ist entsprechend hier oben. So, das wäre jetzt halt erstmal die erste Anlaufstelle. Jetzt ist es aber kein Widerstand und kein Support, sondern es ist einfach erstmal nur der Punkt mit dem meisten Umsatz. Deckt sich auch hier mit dem integrierten Profil übrigens, weil da ist ja orange, liegt auf dem gleichen Level, sieht man hier. Ja, das heißt auch gleichzeitig der meistgehandelte Kurs für heute. Ja, und mal gucken, wenn er da hinläuft, wie er damit umgeht. Aber dass die relativ schnell kommen, das liegt eigentlich, finde ich, schon so ein bisschen auf der Hand. Was halt hier so ein bisschen dagegen läuft, ist jetzt gerade hier der Stundenchart. Der hat nämlich tiefer geschlossen als die Stunde davor, aber das halt hier auch alles, ja, in so ein bisschen halt ein Nichts. Also man sieht ja halt auch, ne? Ich meine, es passiert nichts. Wir haben 2,5 Minuten auf und wir stehen eigentlich nur auf der Stelle, ja. Und das ist eben genau das, ich will es jetzt nicht Problem nennen, ja, aber halt einfach das, was sich halt daraus ergibt, weil halt einfach keine interessanten Punkte jetzt hier erstmal dabei waren. Da muss jetzt irgendeiner erstmal eine Fehlentscheidung treffen oder eine Entscheidung, dass wir mal irgendwo hinlaufen, wo es dann halt in irgendeiner Form plausibel wird und dann wird da halt auch ein bisschen mehr passieren. Hier haben wir jetzt halt hier erstmal nur den Kassaschluss von gestern. So, das heißt, da war halt einfach dann Feierabend um 22.15 Uhr und geht jetzt erstmal an der Stelle weiter. So, mehr ist es halt nicht, aber damit anfangen kann man halt nichts, ja, weil auch hier eine Bewegung sieht man, ja. Wir haben ein tieferes Tief jetzt hier unten gemacht, ein höheres Hoch. Also eigentlich ist es erstmal hier an der Stelle, zumindest mal was die kleine Zeiteinheit angeht, so ein bisschen Chaos eigentlich, ja. Also hier muss jetzt erstmal entschieden werden, was soll das jetzt? Ist das jetzt hier irgendwie Initialen quasi von der Abwärtsbewegung oder war das ein Versehen, weil wir News hatten? Und wenn ich den Markt so angucke, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der das so sieht, weil halt wirklich gar nichts passiert. Typische Reaktion ist ja sonst eigentlich immer eher, wenn wir klare Bewegungen haben, dass es erst dann auch mal geradeaus direkt in eine Richtung läuft. Egal, ob jetzt hoch oder runter. Gestern war es halt mal runter, nur am Stück. Sonst ist es dann halt gleich immer nur hoch, aber im Moment passiert ja nichts, 5 Minuten um. Ich glaube, Heiko, du bist jetzt auch gerade genauso schlau wie vor 5 Minuten noch, oder? Und immer aus, damit man meinen Schlürfen nicht hört. Ja, kannst du nochmal den Bildschirm rübergeben? Dann kann ich nochmal zeigen, wie so mein Desk aussieht. Ja, klar, gerne. Habe ich gemacht. Jawohl. Ja, also bei mir sieht es so aus, ich habe nebenher noch den Future mitlaufen und man sieht jetzt, wie gesagt, die ersten, ja, jetzt ist die 5-Minuten-Kerze gleich um, sieht man erstmal so nichts. Was erstaunlich ist eigentlich,
finde ich, die Zahlen sind ja richtig grott rausgekommen. Und jeder hat halt gedacht, also man könnte jetzt sagen, die Zahlen sind ja so schlecht gewesen, normalerweise müssten doch die Amis komplett verkaufen. Bis jetzt machen sie das noch nicht. Also müssen andere Erwartungshaltungen im Markt jetzt vorhanden sein. Das heißt, wie gesagt, wir sind ja mit 141.000 oder so sind ja die Zahlen rausgekommen. Wenn wir jetzt, hier, oder? News Terminal. 141.000 oder so. Und ich habe die Zahlen noch gar nicht geguckt, habe ich völlig vergessen. Jetzt können wir mal gucken hier. Hat übrigens gerade genau die gelbe angelaufen und ein bisschen nach unten reagiert. Also Point of Control. Ja. Gerade exakt hingelaufen. Jetzt ist natürlich doof, aber wir können jetzt noch mal ganz kurz gucken. 140 ist 3,7. Ja. Genau, also genau, 134.000, so rum, 134.000. Also man könnte ja eigentlich sagen, die Zahlen sind so grottig rausgekommen, wieso steigt jetzt der Markt? Am Ende spielt jetzt aktuell der Markt, kann man sich ganz gut reinversetzen. Stundenlöhne sind ja auch so gestiegen wie erwartet. Aber man hat wahrscheinlich so viel Angst, also warum der Markt nicht fällt, ist, dass man jetzt wahrscheinlich das spielt, dass die Notenbank jetzt nicht so gezwungen ist, die Zinsen so schnell zu erhöhen, wie man das nun erwartet hat oder wie das auch der Paul am Mittwoch kommentiert hat. Und das wiederum ist ja dann wieder gut für die Aktienmärkte, schlecht für die Zinsmärkte. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass jetzt die Märkte deutlicher nach oben gehen, weil am Ende jetzt die Short-Positionen, die hier drin sind im Markt, nun rausgedrückt werden müssen. Und es wird mich nicht wundern, wenn der DAX heute, ach der DAX, der Dow, eine ganze Ecke höher stehen würde heute Abend. Also auf alle Fälle interessant, dass solche schlechten Zahlen, ich meine über 60.000 oder um die 60.000 verschätzt, mit dem ADP passt das überhaupt nicht zusammen und der Markt fällt nicht. Ja. Also das zeigt durchaus vom Ansatz her, dass die Märkte auf alle Fälle gerade ein anderes Thema nutzen und das ist das Thema der Zinsen und der Zinsanstiege, die man erwartet und das denke ich mal dürfte durchaus hier recht interessant sein und von daher sieht man auch durchaus an der aktuellen Reaktion, dass wir dass wir halt wie gesagt nicht stark fallen und wer jetzt nur davon ausgeht, dass die Märkte jetzt unbedingt fallen müssen, ich meine, die können von mir aus auch noch fallen müssen wegen der schlechten News. Also wenn sie wirklich fallen sollten, dann hätten sie es schon getan, meines Erachtens nach. Aber hier sehen wir doch deutlich Gegenwehr. Also das heißt, wir sehen hier schon, dass der Markt aktuell ziemlich Schwierigkeiten hat, nach unten zu gehen. Ja, ansonsten vom Trading-Ansatz her gibt es jetzt für mich aus Chance-Risikosicht kein wirklich ein gutes Setup, was ich jetzt hier handeln wollen würde. Wir sehen eine Trading-Range, also ich fange dann immer an, im 1-Minuten-Chart mir dann hier entsprechende Levels einzuzeichnen, die der Markt erstmal, ob er so holen kann oder nicht holen kann. Und das wäre jetzt hier, Funktionsleiste anpassen, muss man hier dieses Rechteck mit reinholen. So, okay. So, das heißt, zeichne dann immer solche Rechtecke ein, um dann dort zu gucken, oben ist rot als Widerstandsbereich und unten ist dann grün als Unterstützungsbereich und dann gucke ich, wie dann der Markt dahin läuft und dann kann man mit unterschiedlichen Methoden versuchen, dann daraus dann seine Punkte abzuleiten für einen entsprechenden Trade und ja, aber bis jetzt sieht man ja auch im 5-Minuten-Chart, da gibt es aktuell keine Entscheidung, also ich muss da jetzt nicht zwingend handeln und wie gesagt, es würde mich nicht verwundern, auf der einen Seite rein zahlentechnisch short, ja, auf der anderen Seite würde es mich nicht verwundern, falls die Amis dann doch noch die Kurve kriegen und heute nach oben dann nochmal zum Handelsende hin aufdrehen. Also ja, ansonsten ganz klar, wie gesagt, muss man jetzt gucken, wie man das handelt. Das ist, wie gesagt, die Frage ist immer, ob man handeln muss. Was hier in diesem Fall, so wie es jetzt gerade läuft, wenn das so eine Range ist, ich mache das mal kurz. Ich nenne das Schrotflinten-Trading. Ja, das Schöne ist, man kann hier halt sehr, sehr schnell seine Limits reinlegen. Das heißt, ich lege bei sowas gerne Limits rein, arbeite sehr viel mit den Limit-Pullback-Orders im Stereo-Trader, baue mir die Trades klein auf,
und versuche dann halt entweder mal mit einem reinzugehen oder mit mehreren und versuche dann darüber dann so ein paar Punkte dann aus dem Markt zu ziehen. Aber immer natürlich auch im Blick, das Gesamtrisiko zu haben, was man dann im Markt hat. Also ich mache das sehr gerne. Ich schreibe ja kostenfrei, wer mich vielleicht nicht kennt, auf so einem Blog, Guidance, kann man das reinkopieren. Da schreibe ich kostenfrei und da habe ich gestern Abend, mal gucken, von dem gestrigen Tage, ob das, also jetzt wird man wahrscheinlich auf der Unterseite nochmal gefiltert, oder? Ja, genau. Mal gucken, ob meine Auswertung von gestern dabei ist. Da. So, das ist dann mein Schrotflinten-Trading, so nenne ich das, was ich da halt mache. Wie gesagt, mit vielen Limit-Orders muss jeder für sich dann gucken, wie viele er handelt. Und ich lege dann die Limits halt rein, versuche dann halt prinzipiell unten die Lows halt abzugreifen und nach oben hin in der Range dann rauszuskalieren. Ich würde das dann aber nie mit einer vollen Position handeln. Also wie gesagt, das heißt, jetzt haben wir von 5, sind wir jetzt mit 3 drin. Damit ziehen wir uns den Durchschnittskurs nach unten und können jetzt hier anfangen, dann hier oben wieder die Limits dann rauszulegen. Ja, und gehen dann halt mit 3 raus. Und so eier ich dann halt in den Markt hin und her und ja, gucke, dass ich halt ein paar Punkte verdiene. Wie gesagt, in so einer Range, ja, was will man in einer Range verdienen? Man kann ja nur Maximum von der Ober- zur Unterkante verdienen. Und dennoch muss man immer gucken, dass man halt vom Risiko her das dann so gestaltet, dass man nicht zu viel verliert, wenn jetzt der Markt nach unten rausfällt. Was mir jetzt für die Range hier noch fehlt, so ein bisschen ist eigentlich, dass wir hier noch gar kein zweites Bein haben. Also hier vorne haben wir eine Bestätigung der Abwärtsrange und für den Long haben wir eigentlich noch gar keine Bestätigung. Also das heißt, ich habe hier noch nicht so eine definierte Range, wie man das hier gerade in dem Chart gesehen hat. Da ist ja die Range relativ gut definiert, denn schon hier mit mehreren Aufsetzern. Also wenn ich das jetzt hier einzeichne. So, ich lasse, wie gesagt, das ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Also das heißt, wenn man das hier einzeichnet, ja, das war hier der Punkt. So, und hier habe ich den ersten gehandelt, zweiten, dritten und wieder raus und wieder ein paar rein und ja, alles immer mit sogenannten Limit Pullback Orders dann gehandelt. Genau, also das, wie man jetzt eine Range abgreifen kann. Jetzt sind wir mit 5 drin, jetzt nach oben hin, das rausskalieren, das Ganze. Und ja, wie gesagt, immer Teilgewinne sichern. Ihr seht ja hier über die Punkte, seht ihr ja, wo die ersten Entries drin sind. Und ja, man kann das auch Market rausnehmen. Also was mir jetzt hier fehlt, ist ein Close Cross über dem Hoch in der 1-Minuten-Kerze. Solange der nicht kommt, kann der Bruch auch nach unten kommen. Wenn das zu unsicher ist, durchaus auch möglich, dann so ein Trade auch, wie gesagt, man verbessert sich ja den Schnittkurs dadurch. Und wenn der Markt halt sich wirklich nicht nach oben hin ablösen kann, kann man auch nur überlegen, ob man den Trade dann halt plus minus null glatt stellt, wenn er die Range halt nicht nach oben dann durchhampelt. Ja, wie gesagt, einige Aktien ziehen nach oben. Die Apple-Aktie macht ein bisschen die Biege auf der Unterseite. Also, wie gesagt, wird jetzt ziemlich knapp. Also, soweit jetzt noch mehr Werte hier nach unten gehen, sehe ich eher den Ausbruch auf der Unterseite. Sollte jetzt, sehe ich mal, die Apple-Aktie aufhören zu fallen, dann könnte jetzt der Dow hier gleich nochmal hier bis an die 48, 50, 51 hochgehen und dann kann man hier wieder anfangen, dann den Trade rauszuskalieren. Und natürlich Optimum ist immer, dass man hier versucht, auch eine schöne Es ist irgendwie ganz still geworden. Ja, die Maus bewegt sich auch nicht. Also das Bild ist eingefroren. Ich glaube, der Heiko ist hat irgendwie gerade sein Internet. Schnelles Internet im Osten. Jetzt, er ist natürlich wieder sofort da. Ja, schade. Wechsle ich jetzt mal zu dir rüber, Dirk, bis der Heiko dann wieder da ist. Ja, kannst du, Moment. Gerne machen. Die Bilder von der Nachbarin schnell weg. Ja, Moment. Ich habe noch hier, vor allen Dingen hier noch von dir auch noch irgendwelche. Also nicht die, die du mir letztens geschickt hast, sondern die anderen. Du weißt, welche ich meine, ne? Ja, die kannst du ruhig zeigen. Aber du bist neidisch. Bitte? Ich sag, die kannst du ruhig zeigen, aber du bist neidisch. Ich doch nicht. Niemals. So, Moment.
Hast du mir den Bildschirm schon rübergegeben, Heiko? Heiko, sage ich. Ja, habe ich, ja. Ja? Ja. Okay, Moment, eine Sekunde. So, muss hier nur gerade ein bisschen dagegen rumklicken, noch ein paar Sachen hier geschlossen. So, jetzt haben wir es aber hier. Alright. So. Also, ich kann jetzt natürlich auch da wenig dazu beitragen. Also, außer dass, ich meine, vom Prinzip her hat der Heiko ja eigentlich so das auch so ein bisschen gesagt, was ich eigentlich auch gesagt habe. Es ist schon plausibel, dass es halt nach oben geht. Er hat es jetzt nochmal anderweitig begründet mit anderen Argumenten. Und bei mir passt es jetzt einfach erstmal nur zur Einschätzung halt wegen dem Kontext, den wir halt haben. Und aber das hat man ja eben ganz oft, ja. Also das heißt, dass halt man nachher kann man ohnehin immer alles erklären. Und die Kunst besteht ja eher darin, halt vorher halt zu sehen, was passiert und was nicht. Und auch die Logik hat er halt genauso gesagt. Das sage ich ja eben auch immer. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, ja. Nach dem Motto, wir haben gute Zahlen, also geht der Markt nach oben. Es kann ja auch überhaupt gar nicht so funktionieren. Weil wenn es das täte, dann würde es ja jeder so machen und jeder würde nur Geld verdienen. Und da nicht jeder nur Geld verdienen kann, weil irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, kann es auch so nicht sein. Und deswegen hat, finde ich halt eben auch immer, Logik an der Börse sowieso überhaupt gar nichts verloren. Und auch genauso, es gibt ja eben auch oft die Einstellung so, ja, also bestimmt dies und das und jenes muss doch bestimmt runter und die lösen doch bestimmt Positionen auf. Warum? Ja, es gibt ja nicht nur den Future und es gibt ja nicht nur Aktien, es gibt ja auch noch Optionen. Das heißt, was wir jetzt halt hier zum Beispiel machen, wenn wir zum Beispiel jetzt hier nur mit CFD-Konten oder Futures oder wie auch immer handeln, die Institutionellen machen das ja völlig anders, ja. Die lassen ihre Positionen drin und hedgen das dann halt oder sichern das eben ab, dann über Optionen zum Beispiel. Das heißt, da hat, wenn jemand dort eine große Long-Position als Beispiel im Future-Markt drin hat, der hat überhaupt gar keinen Bedarf, die zu schließen, sondern die bleibt drin und die wird eben anderweitig gesichert. Und deswegen muss man sich von solcher Denke halt auch immer einfach frei machen, ja, weil es funktioniert einfach nicht. Und man hat mir jetzt ja auch gesehen, also ich beobachte die Zahlen ja überhaupt nicht, ja, ich achte nicht mal drauf, was halt rauskommt, ob das jetzt irgendwie abweicht oder nicht oder positiv oder negativ ist, weil das Einzige, was ich halt immer sehe, ist, dass wenn wir News haben, wird halt einfach das Bild vervollständigt und mehr halt nicht. Und ohnehin ist es so, wenn jetzt zum Beispiel gestern, könnte man ja genauso gut unterstellen, wir sind ja gestern schon ordentlich runtergegangen. Und kann ja einfach sein, dass hier die Erwartungshaltung da schon einfach eingepreist war. Und jetzt kommen die gleichen Marktteilnehmer und sagen mir, ja, ist doch schön, alles nicht so schlimm, kaufen wir alles wieder zurück. Das weiß ja keiner. Ja, das weiß einfach keiner. Auch nicht, ob da irgendjemand oder irgendeine Institution Insider-Infos hat oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Und deswegen auch mein Rat immer einfach nicht hinhören, beziehungsweise nicht irgendwie anfangen nachzudenken, dass das irgendwie irgendeine Logik ergibt, was dann halt rauskommt und wie sich ja nachher halt der Markt bewegt. Aber zum Handeln gibt es hier von meiner Seite leider auch nicht wirklich, was ich habe gerade hier versucht, mal irgendwie zu shorten. Das hat irgendwie nicht wirklich funktioniert. Und weil halt einfach, ja, es passiert halt nichts. Ja. Aber vorhin die Bewegung, die hatten wir halt hier. Das ist jetzt, die Linie ist ein bisschen gewandert. Also ist dann einmal hier hochgelaufen zum Point of Control. Das war das, was ich halt gesagt habe. Ja, weil wenn jemand irgendwo halt größeres Volumen platzieren will, dann muss er das dort machen, wo auch die anderen Marktteilnehmer eben sind und nicht irgendwo anders. Hier könnte man jetzt versuchen, ja, halt zum Beispiel einen Ausbruch nach unten zu machen, wobei halt hier das Timing jetzt bei mir nochmal reinspielen würde. Das heißt, dann halt eben mit einem Impuls von einer Stundenkerze, weil er muss ja im Endeffekt irgendwo hin. Wir hängen immer noch an der gleichen Stelle. Und irgendwo muss der Markt hin. Ja? Also entweder versucht er halt hier oben raus aus der Value Area oder eben unten raus. Und irgendwas wird wohl kommen, jetzt zu 16 Uhr. Und dass sich das dann fortsetzt, da glaube ich auch noch nicht mal dran. Sondern das sieht mir eher aus wie einmal nochmal nach oben, dann nach unten und vielleicht irgendwie zum späteren Zeitpunkt. Heiko, bist du nochmal da? Nein, der Heiko hat Internetprobleme, also wirklich Komplettausfall und wird voraussichtlich jetzt auch nicht mehr reinkommen. Ach, okay. Ja, gut. Wir sind aber glaube ich, auch durch soweit. Also ich mal zumindest von meiner Seite, wie gesagt, hier könnte man jetzt versuchen, ja, auch im gleichen Ansatz mit der Skalierung zum Beispiel dann halt hier irgendwie dann halt sich auch short einzuskalieren, jetzt zum Beispiel, ja. Also was ich, nur ist eigentlich jetzt genau umgekehrt,
wie der Heiko es halt machen würde. Also ich hier auf der Short-Seite, weil wir jetzt halt hier auch kein neues Hoch hatten. Wir sind unter der Kassa, wir sind am Point of Control abgeprallt und in der Nähe von der vom Value Area oben. Ja, also kann genauso sein, dass es jetzt wieder umdreht. Aber ich würde halt hier auch eher dann den Stop, wenn ich sowas machen würde, an so einem Punkt dann eher auch weiter wegsetzen und dann lieber halt hier oberhalb dann auch nochmal rein und dann versuchen, das halt eben entsprechend nach unten abzuverkaufen. Ist auch kein Garant, aber wenn es halt eben hin und her schiebt, oben long, unten short, sitzt hier eigentlich genau falsch rum, weil wir sind ja unten, eigentlich hätte ich hier long gehen müssen. Aber wie gesagt, ich versuche dann halt hier jetzt eher die Tendenz da mitzunehmen, beziehungsweise das, was hier halt gerade passiert ist, eben in der Erwartung, dass da halt auch nochmal was nachkommt, weil offensichtlich hier jemand an einem Punkt halt, also da, wo halt auch der Point of Control war, auch was Größeres abgeladen hat und wenn der da halt dabei bleiben will und dann wird auch in dem Bereich hier jetzt nochmal was kommen und dann sollten wir auch nochmal relativ schnell ein neues Tief kriegen. Also so. Das wäre jetzt halt hier, wenn ich das jetzt... Ist er wieder da? Ja, ist wieder da. Wirklich, also das Internet war ganz kurz aus, aber ihr habt es ja gesehen, also wie gesagt, ich war bei dem Thema ja Schrotflintentaktik, also sie ist dann am Ende aufgegangen, also die Trades, ja, genau. Also von daher alles gut, ne, und ja, ich wollte nur noch mal kurz mich langsam verabschieden ins Wochenende. Also wie gesagt, ich würde vielleicht noch mal ganz, ganz für 2 Minuten den Schirm nehmen, wenn es noch mal, dass man es noch mal sieht. Ja, klar, kannst du gerne machen. Gib mir gerade mal irgendwie, jetzt ist er schon weg. Ach so, du bist noch, ja, also ja, ich will jetzt. Ich grad, bitte? So, nee, ich übernehme jetzt den nicht, du kannst ruhig fertig machen. Oder bin ich was noch drauf? Nee, ich bin gar nicht mehr drauf, ne? So, jetzt doch, aber jetzt. Müsstest du wieder drauf sein. Ja, okay, so, da ist er wieder. So, ich habe ja gerade gesagt, es ist natürlich hier vom Timing, es ist halt Scalping halt auch. Ne? Ich habe gerade gesagt, wenn dann hier in der Gegend, das sollte nochmal ein bisschen was nachkommen, das hat er gerade gemacht, hier zweite Position gefüllt und ich würde jetzt halt mal gucken, dass ich mit der Position, die dann jetzt hier drin ist, dann halt eben nach unten rauskomme, mache es aber vom Prinzip her genau wie der Heiko. Also es ist halt auch skaliert, hier mit 2 Positionen, das ist jetzt nicht ganz so eine Schrotflintentaktik, weil ich halt schon hier auf einen Ausbruch gehe, aber wenn der nicht kommt, zum Beispiel, so, und dann einfach nimmt man die eine wieder raus und hat dann den Break-Even entsprechend dann halt, irgendwo jetzt hier oben habe ich jetzt gar nicht eingezeichnet und kann halt eben dann auch so, also hier sieht man es ja, ich bin jetzt irgendwie 11 Punkte hier im Plus mit dem Trade jetzt bezogen halt auf die Restposition. Und das kann man halt auch genauso weiterspielen. Das geht ja vom Prinzip ja ohnehin in 2 Richtungen. Also das heißt, wenn das hier nur hin und her läuft, ja, komme ich mit Long genauso weit wie mit Short. Also das Prinzip ist das gleiche. So, Heiko, du darfst aber gerne übernehmen. Jetzt, wie man sieht, gibt eh keinen Ausbruch hier auf der Unterseite. Ich werde hier auch noch ein bisschen weiterspielen und dann das Ding dann auch irgendwann umgekehrt dicht machen. Genau, also vom Ansatz her ist es so, dass ich versuche, die Akteure dahinter zu sehen. Und es gibt aktuell, der eine Wert steigt, der andere fällt. Der DAX bricht jetzt, der Euro-Dollar bricht gerade nach oben aus. Und dann bleibt der Markt halt in seiner Range. Und man sieht halt, so wie der Dirk das auch gemacht hat, er hat jetzt hier unten einen Short eröffnet. Mache ich auch in der Unterstützung, aber nur dann, wenn ich von dem Ausbruch ausgehe. Wenn er nicht kommt, hat man mit das höchste Risiko. Und wenn man aber mit mehreren Positionen handelt, kann man sich ja durchaus da den Kaufkurs dann verbessern. Wie gesagt, und da ist dann das doch recht interessant, sei jetzt mal von hier unten denn bis nach oben denn da mitzuhandeln und dann im Rücklauf wieder zuzumachen und da die Trades dann innerhalb dieser Range zu handeln. Vom Ansatz her würde ich immer jetzt klassisch gesehen unten die Longs suchen, oben die Shorts und solange bis der Markt das bricht. Und der letzte Trade ist dann immer, fast immer der dann dazu führt, dass man einen Ausstopper hat. Also das heißt, je länger das geht, desto wahrscheinlicher wird ja dann irgendwann mal der Ausstopper werden. Das heißt, man wird irgendwann mal, wenn man jetzt so wie ich das gerade gemacht habe, in dieser Trading Range, klassisch, ich mache jetzt, zeichne das hier nochmal ein, wenn man jetzt hier die Longs sucht, wenn man jetzt hier die Longs sucht, hier in dem Bereich irgendwo und hier oben die Shorts, wird dann irgendwann mal, wird dann halt irgendwann mal einer dabei sein, wo dann Folgendes passiert. Man geht dann hier oben short als Beispiel, weil man auf die Range geht und dann kommt da entsprechend dann der Ausbruch. Ne? Man geht hier short, wie gehabt, und dann gibt es den Ausbruch auf der Oberseite. Das Gleiche kann aber auch auf der Unterseite passieren. Das heißt, man hat hier unten einen Long Trade drinne,
der Markt läuft dann hier runter. Man geht wieder wie x-mal davor halt auch long. Wenn man das wieder nur mit einem Teil halt gemacht hat und dann fällt der Markt wieder durch, dann hat man da den Ausstopper irgendwann. Das ist aber normal. Wichtig ist eigentlich, dass man vorher rechtzeitig aufhört, im besten Falle, wenn man das Timing hinbekommt. Und ansonsten ja, kann man immer auch überlegen, dass man auch in diesem, da wo man Short handelt, halt einen Long eingeht. Ja, also hier einen Long eingeht mit dem Ziel eines Ausbruchs oder wie der Doc das jetzt gemacht hat, dass man halt hier unten schon einen Short sucht und wenn er halt nicht läuft, das heißt hier der Short nicht läuft, dass man halt sich dessen bewusst ist und klappt den Trade wieder zu. Ja, also ja, und probiert es halt nochmal und nochmal. Ja, und wie gesagt, das könnte jetzt genau der Trade sein. Ja, und da muss man halt mal gucken, wie es jetzt dann läuft, ne, im Markt. Und ja, also vom Ansatz her, das ist mein Ansatz, mehr darüber dann am Mittwoch beim Live-Trading, da werdet ihr höchstwahrscheinlich auch wieder rote und grüne waagerechte Bereiche sehen, an denen ich mich orientiere. Also wenn ihr Lust und Laune habt, dann schaltet doch gerne ein am Mittwoch und ich würde mich an der Stelle jetzt ins hoffentlich wohlverdiente Wochenende verabschieden. Hoffe, dass ihr ein bisschen einen Einblick bekommen habt, wie ich den Sale Trader am Live-Trading nutze. Und ja, würde an der Stelle schon mal eine Verabschiedung machen, würde nochmal vielen Dank an FX Flat sagen, dass sie mich eingeladen haben. Genau, und am Mittwoch haben wir dann etwas mehr Zeit und ja, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, ich gebe zurück zu FX Flat und zum Dirk, sage ich auch schon mal Tschüss, schönes Wochenende. Genau, also dem schließe ich mich an. Jetzt kommt hier, will er schon wieder mein Bildschirm hier haben. Das ist aber hartnäckig heute. Dem schließe ich mich natürlich an, sage natürlich auch Dankeschön. Also vor allen Dingen war heute extrem gut besucht, waren hier wirklich im dreistelligen Bereich, sehr schön. Ich konnte auch hier gerade noch den Short zumachen, hier mit irgendwie 40 Punkten. Und ja, das ist halt, wie der Heiko sagt, man weiß es ja natürlich vorher nicht, solange man aber eben da dran bleibt und dann auch sagt, ja gut, läuft nicht. Ja, ich bin jetzt hier einfach hier unten raus an der Stelle, also hier am Low von der Value Area Intraday. Und gut ist, weil keine Ahnung, ob das jetzt ein großer Ausbruch nach unten oder doch nur ein Fake wieder wird, weiß ich nicht. Ja. So, aber wie gesagt, danke hier an dich vor allen Dingen auch, Heiko, dass du heute hier mit dabei warst. An Thorsten natürlich, der immer noch dabei ist, hoffe ich doch. Und der auch sicherlich noch ganz oft dabei sein wird. Danke natürlich an Nelson, an FX Flat und an die ganzen Teilnehmer, die heute hier dabei waren. Wir haben ja ein bisschen länger gemacht heute und sind aber ganz, ganz viele bis fast zum Schluss, beziehungsweise bis zum Schluss jetzt geblieben. Wünsche ein schönes Wochenende, ist ja schönes Wetter. Macht was draus, sitzt nicht die ganze Zeit vor der Kiste und ich freue mich aufs nächste Mal. Aber Nelson, du hast sehr, sehr gerne das allerletzte Wort. Ja, ich bedanke mich natürlich erstmal bei unseren Gästen, bei Heiko selbstverständlich. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Und natürlich auch an Thorsten, der auch mal vorbeigeschaut hat. Danke an Dirk, wie immer. Schönes Webinar und natürlich ein schönes Tool. StereoTrader bleibt einfach ein super Tool. Und ich denke, heute war echt ein besonderes Webinar. Witzig und trotzdem aber informativ. Und vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie so lange auch dabei geblieben sind. Ich hoffe, dass sie da auch was mitnehmen konnten, ein paar Ideen sammeln konnten. Und ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Dann bis nächste Woche wieder mit vielen Webinaren und wie gesagt, am Mittwoch unbedingt einschalten mit Heiko an der Stelle um 10 Uhr. Also schönes Wochenende, vielen Dank und passen Sie auf Ihre Trades auf. Tschüss zusammen. Bis dann, tschüss.